ich möchte euch alle wieder herzlich begrüßen zu unserer vierten Sitzung, zu der vierten Sitzung im Rahmen unseres Webinars Theater und Communitas, das den verschiedenen Formen der Gemeinschaftlichkeit in zeitgenössischen performativen Künsten gewidmet ist. Eigentlich, also vor allem haben wir uns bisher mit tatsächlich mit Theater auch unter Corona-bedingten Bedingungen auseinandergesetzt. Und heute wird es so ein bisschen multimedialer sein, würde ich sagen, dank unserem tollen Gast. Ich werde bald dich, Fabian, vorstellen, weil ich freue mich wirklich, ich wollte das sagen, ich freue mich sehr, dass eben dich, meine tolle Kollegin und auch meine Freundin vorstellen dürfen. Fabienne Liebtey ist Professorin für Filmwissenschaft hier an der Universität Zürich. Ja, ich habe gesagt hier, aber für die meisten hier, für die anderen da. Und auch Leiterin des Instituts für Filmwissenschaft hier an der Uni. Fabienne Liebtey ist auch eine tolle Wissenschaftlerin, Autorin von zwei Monographien, Telling Images, Studien zur Wirklichkeit des Films und Wunderwelten, Märchen im Film, aber auch Herausgeberin von mehreren Büchern und von einer sehr interessanten, innovativen und Reihe Filmkonzepte, das ich immer wieder sehr gerne lese, also diese Zeitschrift. Und oder ist es eine Buchreihe, weiß ich eigentlich nicht so richtig, aber etwas dazwischen würde ich sagen, das macht ja auch diese Reihe sehr interessant. Aber auch Verfasserin von zahlreichen Artikeln, Aufsätzen, vor allem zur eben Bildlichkeit des Films oder zur Ästhetik und Theorie filmischer Bilder, sie auch das selbst nennt, zu verschiedenen Interdependenzen zwischen den visuellen Künsten, aber auch zwischen visuellen und performativen Künsten. Und zurzeit leitet sie ein hochspannendes Projekt, also eigentlich zurzeit seit 4 Jahren leitet sie ein hochspannendes Forschungsprojekt. Das heißt Exhibiting Film Challenges of Format, das sich mit Ausstellung, Kontexten von, und Formaten natürlich auch des Films auseinandersetzt, vor allem also im Kontext von Museen, Galerien, also sozusagen außerhalb des ursprünglichen Kontexts des Kinos. Sozusagen. Es gibt ja auch eine tolle Seite von dem Projekt www.exhibitingfilm.ch mit einer Website Taking Measures, weil eben in diesem Jahr hat auch ein tolles Symposium stattgefunden, Taking Measures, das den Vermessungen von oder auch Verwendungen von Formaten in Film- und Videoart gewidmet war. Und das würde ich Ihnen auch sehr gerne empfehlen, einfach sich das anzuschauen und anzuhören. Unter anderem eben also auf dieser Hallo Gleb haben wir noch einen zusätzlichen Teilnehmer. Auf dieser Website gibt es auch einen Protagonisten eigentlich unseres Seminars von heute, also unserer Sitzung. Das heißt Eyal Weizmar, den Gründer der Forensic Architecture, der auch also eben im Rahmen dieses Symposiums einen Beitrag geleistet hat. Ich freue mich sehr wirklich, dich, Fabienne, heute als unsere Expertin auch begrüßen zu dürfen, zumal das Theaterstück, das wir heute diskutieren wollen, über eine mediale Komplexität, würde ich sagen, verfügt, die gerade Theater, Film, Oper und Videoart auch verbindet. Aber natürlich auch, was vielleicht uns beide auch interessiert, Praxis und Forschung oder Praxis und Theorie.
Und natürlich auch ganz wichtige Fragen nach den politischen Aspekten überhaupt der Bildlichkeit und der Körperlichkeit auch stellt. Ich würde sagen, auch unsere Freundschaft, auch wissenschaftliche Freundschaft, bewegt sich ja auch zwischen diesen zwei Polen, also zwischen der Bildlichkeit und Körperlichkeit, die wir beide auch sehr gerne erforschen, würde ich sagen. Ich sage das also ganz offen, dass das auch so eine Freundschaft ist oder eine wissenschaftliche Freundschaft, weil ich glaube, dass für die Bedeutung auch von Gemeinschaft, das ist ein sehr wichtiger Begriff, den wir gar nicht vergessen sollten. Und aus ganz vielen auch wissenschaftlichen Freundschaften haben sich auch tolle Projekte entwickelt, wie zum Beispiel Theateranthropologie, aus der Freundschaft zwischen Viktor Törner und Richard Schenker. Also ich glaube, es gibt ganz viele, die man jetzt nennen könnte. Aber zum heutigen Thema. Ja, also diese Komplexität entstand eben auf der Grundlage von der Oper, die wir alle hoffentlich auch gesehen haben, beziehungsweise den Film, der auf der Grundlage einer unfertigen oder nicht performten letztendlich Oper auch entstanden ist. Es handelt sich eben um das Stück Der Mordfall Halit Yozgat, eine Oper unter Quarantäne. Das ist der ganze Titel und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtig, auch den ganzen Titel jetzt hier zu nennen. Die Oper, die von dem australischen Komponisten Ben Frost geschrieben wurde und im April 2020 im Schauspielhaus Hannover hätte inszeniert werden sollen. Vielleicht sollte man das so auf Deutsch sagen. Ich bin nicht sicher, aber ich hoffe, dass es geht einfach darum. Das war so der Plan, aber die Inszenierung, die Live-Premiere sozusagen hat nicht stattgefunden. Das war natürlich auch Corona-bedingt. Deswegen habe ich auch dieses Datum, April 2020, weiß man ja auch, dass alles sozusagen im Lockdown damals verloren gegangen ist. Also, aber zum Thema, dass Frost nahm eben zum Anlass dieser Oper den Mord an dem 21-jährigen Halit Yozgat, der am 6. April, also auch im April 2006, also vor 14 Jahren, in einem Internetcafé in Kassel getötet wurde. Er wollte, wie er auch also in mehreren Interviews auch darüber berichtete, das deutsche Publikum, deswegen erwähne ich ja auch das mit den gesellschaftlichen Folgen und auch Gründen des Rassismus und in diesem Falle auch des ethnisch motivierten Mords zu konfrontieren. Vielleicht wäre das ja auch wichtig zu erwähnen. Also es ging wirklich also nicht nur um ein Opfer, obwohl das immer so das Partikuläre auch sehr wichtig ist oder das Singuläre auch, wenn wir über den Tod sprechen. Aber das war schon auch das neunte Opfer einer Mordserie des nationalistischen Untergrunds in Deutschland. Wie gesagt, mitten im Probenprozess oder am Ende eigentlich des Probenprozesses musste die Arbeit unterbrochen werden und die Live-Premiere konnte nicht stattfinden. Stattdessen entstand aber, glaube ich, auch ein sehr interessanter Film, den wir alle gesehen haben in der Kooperation mit zwei Künstlern, mit denen auch Ben Frost vorher auch gearbeitet hatte, mit Richard Moss und Trevor Tweeten. Der, würde ich sagen, die Übertragung der Ergebnisse der Morduntersuchung und dieses Reenactments in die Sprache, diese Übertragung in die Sprache der Oper auch dokumentierte. Ne? So dann haben wir auch diese Dimension der Dokumentation, die, glaube ich, auch für uns heute als wichtiges Thema erscheinen wird. Aber als Vorlage für diese performative, musikalische auch Rekonstruktion diente die
glaube ich, meistens vielleicht auch gut bekannte Arbeit der britischen Künstlerforschergruppe oder des Kollektivs. Vielleicht sollte man das auch, dieses Wort jetzt auch schon erwähnen, Forensic Architecture. Deswegen haben wir auch diesen Text auch euch nochmal geschickt als, als einen Kontext, in dem wir uns heute auch bewegen wollen in der Analyse oder in der Diskussion über die Oper von Ben Frost. Forensic Architecture rekonstruierte den Tatergang in Raum und Zeit, könnte man sagen, unter Berücksichtigung der Zeugenaussagen für die Documenta Kassel. Und wir beide, ich und Fabienne, hatten wir auch das Glück, da damals diese Arbeit auch zu sehen. Aber das war sozusagen diese Arbeit, die in Form nicht eine Reportage, aber eines Videos, aber auch im Rahmen einer größeren Installation sozusagen stattgefunden hat. Wenn ich mich daran gut erinnern kann, das wurde präsentiert unter die ganze Installation wurde präsentiert unter dem Label Die Gesellschaft der Freundinnen von Halit. Das war so wirklich so eine, auch ein Kollektiv, noch eine größere Gemeinschaft, die dazu berufen wurde, eben verschiedene Gruppen und Initiativen wie das Tribunal NSU-Komplex auflösen oder die Initiative 6. April und auch Forensic Architecture, aber auch für andere Künstlerinnen, Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen verband und formte, wie Sie auch das selbst genannt haben, eine Art von Allianz, ne? Ästhetisch, wissenschaftlich, politische Allianz, für die eben die antirassistische Forschung und Praxis im Zentrum stand. Fabienne, ich glaube, es ist vielleicht genug, also was ich jetzt auch als eine Art von Vorstellung gesagt habe. Ich glaube, du eben über die Komplexität dieser Arbeit, es wäre super, wenn wirklich du uns in dieser Komplexität der Arbeit einführen könntest. Nochmal vielen Dank, dass du da bist. Vielen, vielen Dank an meine wissenschaftliche Freundin für die Einführung. Und ich freue mich natürlich irgendwie sehr, jetzt hier noch alle anderen Gesichter zu sehen und da zusammen zu sein. Und vielleicht noch kurz, wie wir besprochen hatten, was wir hier machen wollen, ist kein, also ich halte keinen Vortrag und ich habe auch da entsprechend überhaupt nichts vorbereitet. Es ist ein Gespräch, was so, glaube ich, unter uns allen stattfinden soll. Vor allem eben auch nochmal haben sich Sandra und Dorota auch vorbereitet und wir werden da so ein bisschen auch im Gespräch sein vorbereitet. Aber ich fände es sehr schön, sobald auch Fragen kommen oder Ideen kommen, dass wir auch gemeinsam ins Gespräch kommen. Auch im Sinne eines Forums, damit wir auch dem Thema der heutigen oder also was wir uns vorgenommen haben, dem vielleicht auch ein bisschen gerecht werden können im gemeinsamen Dialog und Gespräch. Da ich nicht weiß, wie vertraut alle auch mit diesen Voraussetzungen sind, die Dorota da auch angesprochen hat, auch der Arbeit mit Forensic Architecture, möchte ich beginnen, eine kleine Materialpräsentation zu machen. Also ich gebe ein paar Kommentare und deute mit diesen Kommentaren auf ein paar Punkte, die mir interessant erscheinen, aber in ein großes Universum von Zusammenhängen, die natürlich, wenn man sie ausführlich darstellen würde, einfach wirklich auch sehr lange brauchen würden. Dorota hatte ja schon auch erwähnt, dass Trevor Tweeten und Richard Morse die beiden Regisseure waren, die Verantwortung tragen für die Aufzeichnung der Oper. Das ist eine langjährige Zusammenarbeit zwischen Ben Frost und diesen eben beiden
Regisseuren, die hier eben für die Filmaufzeichnung verantwortlich sind. Und unter den Corona-Bedingungen war das alles auch sehr schwierig. Denn ich glaube, der Plan war eigentlich gewesen, dass die Kameras, die Filmkameras, auch die gesamten Aufführungen oder auch Proben sehr häufig begleiten sollten, um dort auch eine irgendwie montierte, geschnittene Fassung herstellen zu können. Und de facto war dann eigentlich nur möglich, und das ist das, was wir gesehen haben, wie in einem Durchgang auch die Kamera das Ganze zu begleiten. Es gibt, es sind, glaube ich, zwei zusammengeschnitten worden, aber außer diesem einen Zusammenschnitt ist das wie in einem Take, in einer einzigen Einstellung auch improvisiert. Ich erwähne das auch, weil ich diese Zusammenarbeit wichtig finde, und wir sind nicht nur bei wissenschaftlichen Freundschaften, sondern überhaupt bei der Frage, wie Dinge manchmal zusammenhängen und wie diese Zusammenhänge auch wichtig sind für die Frage der Herstellung auch von einer Öffentlichkeit oder auch von Möglichkeiten der Investigation in diese öffentliche Sphäre. Denn Ben Frost war zusammen mit Richard Morse, das ist ein irischer, auch ganz toller Künstler. Ich habe hier ein Band von ihm mal hier einfach mal mir auf meinen Tisch gelegt. Das ist eine Arbeit, Incoming, die die geflüchteten Ströme untersucht hat im Rahmen eines Kunstprojektes. Und zwar auch sehr interessant mit einer Wärmebildkamera. Eine Wärmebildkamera nimmt Bilder auf, die gar nicht im für unsere Augen optisch wahrnehmbaren Bereich liegen, sondern registriert Wellenlängen im Infrarotbereich, also das, was wir eben als Wärme wahrnehmen, aber nicht mehr als Bild. Und die Kamera übersetzt diese Wellen aus diesem Spektrum jenseits sozusagen des für unsere menschlichen Augen Sichtbaren dann in Bilder. Und interessant an diesen Wärmebildkameras ist unter anderem auch, und das hat man an dem Buch vielleicht ein bisschen gesehen, oder wenn Sie die Arbeit oder ihr die Arbeiten kennt, das ist, hat so eine silbrige Ästhetik, und es verkehrt wie in einem Positiv-Negativ-Verhältnis auch Hautfarben. Also sieht auch schwarze Haut weiß aus, und all solche Fragen auch nach Bildlichkeit spielen hier eine Rolle. Und Ben Frost war mit Richard Morse unterwegs, um diese Aufnahmen zu erstellen für diese künstlerische Arbeit Incoming. Und sie waren, und zwar 2015, auf Lesbos, um zusammen zu drehen. Und Ben Frost war für Sounddesign und Musik eigentlich zuständig gewesen für diese Arbeit. Und während sie dort arbeiten auf Lesbos, wurden sie, also sie hatten natürlich die Flüchtlingsboote, die eingehenden Flüchtlingsboote ohnehin auf ihre künstlerische Arbeit im Blick, auf diese Art und Weise Zeugen von dem Untergang eines überladenen Flüchtlingsboots, das auf dem Weg war von der Türkei nach Lesbos, und das so die größte dieser Katastrophen war, die sich in diesem Sommer ereigneten. Und diese Aufnahmen, die sie machten, sind eingeflossen in eine Arbeit von Forensic Architecture. Forensic Architecture als, das ist gar kein Künstlerkollektiv, sondern ein Recherchekollektiv am Goldsmiths in London, die mit verschiedenen Verfahren, auch sehr avancierten digitalen Verfahren der architektonischen Modellierung, versuchen, Desinformation, staatliche Desinformation oder Verbrechen gegen auch Menschenrechte aufzuklären, im Rahmen sozusagen dieser Aufklärungs- und Recherchearbeit auch auf das Material angewiesen sind, was Beweiswert, Zeugenwert oder Dokumentenwert hat in diesen Prozessen. Und dieses Material, was Richard Morse zusammen eben da mit Ben Frost erzeugte, ist in die Arbeit eingeflossen. Und ich möchte es vielleicht einfach nur ganz kurz zeigen und meinen Bildschirm teilen im Sinne der Materialpräsentation. Wir sind jetzt auf der Webseite von Forensic Architecture, und ich hoffe, das ist gut zu sehen. Kannst du mir kurz ein Zeichen geben, Dorota? Super. Und das ist hier diese Arbeit Shipwreck at the Threshold of Europe, Lesbos, Aegean Sea, die eben ja, das Ereignis war am 28.10.2015 und wurde hier 2020 veröffentlicht.
Und wenn man hier runter scrollt auf der Seite von Forensic Architecture, kommt man hier nicht nur auf Richard Morse und hier eben seine künstlerische Arbeit, die dort zeitgleich entstand, sondern man kann hier unten in dem Extended Team auch nachlesen, dass hier Ben Frost auch einen Eintrag hat auf der Seite von Forensic Architecture. Und nur um ein kleines Bild zu bekommen, möchte ich einen Ausschnitt aus dieser Rekonstruktionsarbeit von Forensic Architecture zeigen. Und was mir daran so, ja, für unseren Zusammenhang jetzt und für Ben Frost auch nochmal so wichtig erscheint, ist die Frage der Heterogenität des Materials, auch einer gewissen Pluralität und einem Pluralismus hier des Materials, also wo unterschiedliche Blicke, unterschiedliche von diesen Blickwinkeln produzierte Videos zusammenkommen mit physischen und digitalen Rekonstruktionen, mit Technologien, die wir vielleicht auf der Ebene der Maschinen verorten, zusammen eben mit auch menschlicher und Zeugenschaft und hier so eine Art von vielleicht eben Forum herstellen, wie Eyal Weizmann als der Kopf von Forensic Architecture das auch konzeptionell sich vorstellt. Und jetzt gehe ich hier nochmal auf groß und zeige hier ein paar Minuten, wo dieses Material von Moss und Frost vorkommt. Artist Richard Moss, accompanied by Trevor Tweeten, were present on the Greek shores capturing the incident on a military-grade thermal camera. This camera is crucial because it does not rely solely on the visual spectrum, but also registers heat values, revealing human bodies that are warmer than the surrounding water. A slightly different angle from the Greek shore is provided by two recordings from activist Eric Kempson. Further footage was shot by an Associated Press videographer, Mikhail Konate, who was also filming from the shore before he boarded one of the Greek Coast Guard vessels and continued filming from there. Finally, two photographs posted to the Facebook account of Nabaho Kayaker show the boat immediately before and after it capsized. The AP journalist Mikhail Konate's footage had accurate metadata, allowing us to place it on the timeline. We used visual cues to synchronize it to the thermal footage, like this moment when two Greek Coast Guard vessels crossed paths. We also obtained automatic identification system, or AIS data, for vessels in the area at the time of the shipwreck. In this data, we identified fishing boats that assisted in the rescue. Their formation demonstrates that after the phone stopped recording, the survivors continued to drift southwest. This is corroborated by weather data that recorded northwesterly winds on that day. At 4:13 p.m., a Turkish tanker called Alev Kaman, whose position is recorded by AIS data, was seen in the thermal footage. Aligning the AIS data with the simulation of the thermal camera allowed us to locate the scene. Alles auf der Seite von Forensic Architecture und wir können da nochmal reingehen und das uns nochmal anschauen in der vollen Länge. Es ist sehr spannend, aber ich glaube, was hier nochmal deutlich wird, ist tatsächlich der Wunsch, aus diesen verschiedenen Aufnahmen auch einen Raum zu modellieren, einen räumlichen Zusammenhang zu modellieren, in dem nicht nur die Plausibilität dieser Zusammenhänge überprüft wird, sondern auch überhaupt erst Verhältnisse hergestellt werden können. Keines dieser Materialien alleine wäre imstande gewesen. Und dieses architektonische Modellieren ist eben eines der Verhältnisbestimmung. Und da wird heterogenes Material zusammengebracht, also Wetterdaten, die wie automatisch generiert und gemessen werden, mit künstlerischen Aufnahmen oder Aufnahmen, die von Künstlern gemacht werden, mit Aufnahmen von der Küstenwache, mit Aufnahmen von einer Person, auch einer Künstlerin, die eine wasserdichte Kamera am Handgelenk trug und selbst auf diesem Boot unterwegs war.
und das auch aufgezeichnet hat aus der Perspektive der Geflüchteten, die da auf diesem Boot waren und von denen eben auch sehr viele ganz fürchterlich ums Leben gekommen sind. Und Forensic Architecture versucht hier auch aufzuzeigen, inwiefern das, was in der Presse als erfolgreiches Rettungsmanöver hier von Frontex und der ja noch eben der griechischen Küstenwache zusammen dargestellt wurde, eigentlich aufzeigt, wie hier politische Verhältnisse und auch unter Equipment, also die waren nicht richtig ausgestattet, um eigentlich ihre Arbeit machen zu können, plus eben noch viele Dinge, die hinzukommen, die auch wirklich, wo ja eine Verschuldung an dieser vielleicht sogar unterlassenen Hilfeleistung aufgezeigt wird. Jetzt, das war der Anlass für Ben Frost, Kontakt aufzunehmen mit Eyal Weizmann und die Frage mit ihm zu erörtern, welche Arbeit von Forensic Architecture sich eignen würde, um das auf der Opernbühne zu inszenieren. Und dann haben beide sich darauf verständigt, dass eben die Arbeit hier Murder of Halit Yozgat dazu am besten geeignet wäre. Vielleicht können wir auch uns zusammen überlegen, warum das der Fall ist. Und ja, das aus dieser, vielleicht weiß ich nicht, das ist auch wiederum sehr voraussetzungsreich, was hier passiert ist, aber Dorothe hat sehr viel einfach schon auch gesagt. Ich glaube, vielleicht reicht das auch vorläufig mal, um da einzusteigen. Was in diesem Internetcafé passierte, bei dem Mord an Halit Yozgat, diesem 21-jährigen Deutsch-Türken, der hier einfach so auch einen Familienbetrieb hatte, wo er wirklich exekutiert wurde, also sehr gezielt erschossen wurde mit zwei Schüssen, die abgefeuert wurden. Er saß am Tresen und hat in seinem eigenen Internetcafé da beaufsichtigt und kassiert. Und was eben der Fall war, ist, dass Andreas Temme vom eben Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz anwesend war, während dieser Mord stattfand. Und er hat dann an diesem Tresen, hinter dem der ermordete Halit Yozgat blutend lag, es war auch noch Blut auf dem Tresen selbst, 50 Cent hinterlegt auf dem Tresen und ist dann rausspaziert und hat immer wieder auch in diesem NSU-Prozess in München beteuert, dass weder die Schüsse gehört zu haben, noch die Leiche oder den sterbenden Halit Yozgat hinter dem Tresen gesehen zu haben, noch das Blut auf dem Tresen und so weiter. Und diese Zeugenaussage, die er vor der Presse und auch vor Gericht vorgebracht hat, wird von Forensic Architecture auf ihre Plausibilität oder eben Implausibilität untersucht. Das ist nochmal eine wichtige Bewegung auch. Etwas, was vorher im Gerichtsraum war, vielleicht als eine forensische Praxis vor Gericht, noch einmal zu wiederholen und außerhalb des Gerichtes sie noch einmal zu reenacten, und zwar, und das finde ich auch bezeichnend, hat Dorothe auch gesagt, im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Und ich möchte kurz zeigen, und glaube, das ist eben auch für Ben Frost sehr wichtig, damit wir da uns fragen, was dieser Moment von Reenactment und Wiederholung für eine Bedeutung spielt. Kurz nach seiner Verhaftung, und er ist dann sehr schnell auch wieder freigelassen worden, und dann haben eigentlich sich die Behörden nur noch drauf konzentriert, die Familien und Zusammenhänge eigentlich der Opfer zu befragen und auf dieser Seite sozusagen der offiziellen Behörden, auch des Verfassungsschutzes, der Landesregierung in Hessen, sind Untersuchungen verhindert worden und haben nicht stattgefunden. Tem ist geschützt und gedeckt worden und die Akten sind also für den Zeitraum von 120 Jahren unter Verschluss gebracht worden. Und kurz nach seiner Verhaftung 2006 ist Andreas Temme von der Polizei, die den Tathergang aufzuklären hatte, angeleitet worden, in dem Internetcafé am Tatort selbst
seinen Gang durch dieses Internetcafé nachzustellen und da durchzulaufen und wie er dann da hinten in dem Hinterzimmerchen da gesessen hat und mit seiner Geliebten, während seine hochschwangere Frau zu Hause war, da irgendwelches Techtelmechtel hatte und dann diese 50 Cent da ablegt und rausspaziert. Und das finde ich hier wichtig, ist bereits eine Nachstellung oder eine Wiederholung, aber für Forensic Architecture der Moment selbst, sonst habe ich mich hier rausgeschrieben, Entschuldigung, das wollte ich hier einfach nochmal vorlesen, a piece of original physical testimony. Also es ist nicht die Wiederholung eigentlich irgendeiner eventuellen Straftat, sondern oder Tat oder einer Handlung, sondern es ist selbst, diese Nachstellung selbst ist a piece of original physical testimony. Und das haben Forensic Architecture dann noch einmal reenacted im Haus der Kultur und der Welt. Und da zeige ich kurz einen Ausschnitt. A few weeks after the murder of Halit Yozgat, intelligence agent Andreas Temme was arrested and was made to reenact on camera the path he had walked as he left the internet cafe on the day of the murder, on the 6th of April 2006. With this reenactment, Temme tried to demonstrate to the police that he did not witness the murder. We consider that Temme's movements on camera constitute a piece of original physical testimony. By focusing our investigation around this video, we examine not the circumstances of the murder itself, but whether Temme committed perjury through his actions on camera. Okay, so timer starts now. Temme looks, moves up slowly, walks out, doorstep, looking out, pause, door open now. Look left, right, back, leaving door behind, reaching, back, doorstep, looking back, back, doorstep, wallet, coin, desk, yes, and then going to door now and leaving. Experiments were organized according to the following framework. Und vielleicht noch hier ganz kurz, dass man auch noch sieht, es gab nicht nur dieses 1:1 physische, diese 1:1 physische Rekonstruktion dieses Internetcafés im Haus der Kultur und der Welt, sondern auch noch eine digitale Modellierung. Und diese beiden, die physisch reale 1:1, das physisch reale 1:1 Modell und die digitale Modellierung sind wie zusammengeschmolzen worden zu dem wie Schlussbericht von Forensic Architecture, der wie das Drehbuch war für Ben Frost und die Oper. Und hier wollte ich nur ganz kurz auch nochmal etwas, so einen kleinen Ausschnitt zeigen, wo man dasselbe nochmal sieht als digitale Modellierung. Basierend auf geleakten Fotografien des Tatorts konstruierten wir ein digitales Modell des Internetcafés.
Innerhalb dieser 77 Quadratmeter wurden verschiedene AkteurInnen, das Opfer, seine MörderInnen und ein Staatsangestellter, architektonisch zueinander in Beziehung gesetzt. Das Internetcafé als Mikrokosmos steht daher stellvertretend für die größere politische Kontroverse, die folgen sollte. Wir reduzierten das Modell auf seine wichtigsten Elemente und bauten eine Nachbildung im Maßstab 1:1 im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Und diese physische Modellierung und die digitale Modellierung eben haben diesen Bericht ergeben. Diese 77 Square Meters, 9 Minutes, 26. Vielleicht, ich habe mir das hier auch noch rausgesucht. Dieses Dokument ist auf der Seite von Forensic Architecture, aber vielleicht packe ich das gleich auch noch in den Chat und schicke das rein, weil das dieses wie Drehbuch war oder diese Grundlage für die Inszenierung der Oper. Und es gibt in diesem Bericht, in diesem Report von Forensic Architecture auch sehr viele Hinweise auf Ton als Beweismaterial. Und das war etwas, was Ben Frost sehr interessierte, nämlich auch die Frage nochmal zu überprüfen, ist es möglich, dass man zwei Schüsse nicht hört, die abgefeuert werden, und zwar die, ich weiß nicht was, 140 Dezibel laut sind, und diese von nochmal vom Sound Design und Sound Engineering her auch nochmal von der Oper über diese Sache nachzudenken und das zu übernehmen. Aber es geht ja sicherlich nochmal weit über die Investigation auf einer Ebene von Ton, Musik, Sound und Gesang auch hinaus. Und da wäre ich jetzt auch sehr interessiert, einfach, dass wir das uns gemeinsam, da gemeinsam nochmal ein wenig auch jetzt über die Oper sprechen und ins Gespräch einsteigen. Was ich einfach nur noch zum Abschluss dieser kleinen Materialpräsentation sagen möchte, ist, dass selbstverständlich dieser Moment der Wiederholung bei Ben Frost eine andere Qualität hat. Und die rauszufinden oder zu beschreiben, vielleicht schaffen wir das im Gespräch. Gut. Vielen Dank, Fabienne, für die tolle Einführung. Ich glaube, das ist jetzt wirklich also die Zeit, um die Diskussion zu öffnen. Also wir machen, weil wir auch so eine Spezialistin von Formaten haben, dann, ich würde sagen, wir experimentieren ja auch heute mit unserem Format und wir können tatsächlich also sofort jetzt ins Gespräch kommen, weil ich glaube, da gibt es genug ja auch Material und irgendwie Vorlage, auch inhaltliche, also um über das Stück auch zu sprechen. Also bitte meldet euch, also falls ihr jetzt sofort auch einen Kommentar habt beziehungsweise eine Frage. Ja, vielleicht kann ich ja gleich beginnen. Ja, was vielleicht auch zum Starten, was bedeutet es eigentlich, wenn aus diesen Researches, die Forensic Architecture gemacht hatten und auch dieses Video, das entstanden ist, wenn daraus eine Oper entsteht, die dann wieder zu einem Film wird, die eben in diesem One Take ja auch entstanden ist. Und was bringt da die Oper genau mit rein? Also ich glaube, gerade bei der Oper und diese Musik spielt die Körperlichkeit ja auch eine extrem große Rolle. Und ich glaube, wer Ben Frost schon mal live gesehen hat, ich war 2015 auch an zwei Konzerten von ihm, also diese Musik, die geht extrem in den Körper rein, also sie ist wirklich körperlich spürbar. Mhm. Ja, vielleicht sammeln wir erstmal jetzt ja, die ersten Kommentare, Eindrücke. Bitte, Sophie, hier. Ja, vielleicht kann ich daran anschließen. Ich habe mal übersetzt für die Zeitschrift Figurationen einen Auszug von A.L. Weitzmann Forensic Architecture aus der Einleitung und war erst wahnsinnig begeistert von dem, was die machen. Dachte, das finde ich richtig toll, politisch toll, hinsichtlich der Medienreflexion toll. Und war dann, je länger ich mich damit beschäftigt habe,
sagen wir, irritiert darüber, dass es doch einen ganz, ganz starken Evidenz- und auch einen ganz starken Wahrheitsclaim gibt, ne? Also einen der, das hat man jetzt, finde ich, in dem Material, das wir angeschaut haben, auch nochmal gut gesehen. Es geht darum, das mit dem Material rauszufinden, wie es wirklich gewesen ist, ne? Und so sehr wir vermutlich alle mit so einer politischen Haltung das erstmal teilen, finde ich jetzt wirklich spannend, was passiert, wenn das dann wieder reinszeniert wird, mit einem starken Begriff von Inszenierung eigentlich, der vielleicht sogar durch die Corona-bedingte Tatsache, dass das dann nicht live stattfand, die Inszenierung, also auch die Reinszenierung einer Liveness, die hätte stattfinden können, aber nicht stattgefunden hat, die Inszenierung nochmal unterstützt und unterstreicht eigentlich. Jedenfalls habe ich die Oper, also den Film, eher in der Richtung geschaut und fand das einen spannenden, auch kritischen Kommentar zu Weizmann. Aber mich würde, glaube ich, nochmal interessieren, auch die Art der Zusammenarbeit und vielleicht auch die Frage, ob sich das kritisch zu Forensic Architecture verhält und ob es darüber einen Austausch auch gab mit Weizmann. Ja, so vielleicht. Danke, Tamar. Ja, es sind mir jetzt gerade so einige Punkte eingefallen, auch als Reaktion auf das, was jetzt gerade gesagt wurde. Aber vielleicht nochmals kurz zurück zu diesem Begriff der Wiederholung oder zu dieser speziellen Qualität der Wiederholung. Also was ich irgendwie, was mir aufgefallen ist oder wie ich das jetzt so ein bisschen ansatzweise bei Frost wahrgenommen habe, ist, dass es nicht nur eine Wiederholung ist, sondern vor allen Dingen auch eine Übersetzung. Also es sind natürlich 1:1 Zahlen, Daten, Fakten aufgegriffen worden, wirklich akribisch, minutiös Bewegungen nachgestellt oder halt eben als Basis von diesen Recherchergebnissen und dann aber irgendwie medial transformiert sozusagen. Es geht dann über, es wird dann in Musik oder in Grafiken auf die visuelle Ebene gebracht. Also das finde ich ganz spannend, wie da eigentlich diese Ereignisse wirklich ja, multimedial übersetzt werden, auch in der Wiederholung, das finde ich irgendwie spannend. Und dann, ja, was mir schon auch, also das ist vielleicht noch zum Wahrheitsanspruch, es ist irgendwie schon beeindruckend, dass da ja eine Riesendiskrepanz herrscht eigentlich. Es sind ja so viele Daten, sind ganz genau nachweisbar und wurden eben aufgezeichnet, nachgeforscht. Es geht da um Sekunden, Minuten, Quadratmeter. Aber ich glaube, also wenn ich das richtig so ein bisschen nachgelesen habe, dann ist eigentlich das Verbrechen an sich nach wie vor, das einige ist noch ungeklärt. Also da gibt es immer noch Leerstellen und Lücken. Also es ist eigentlich eine große Diskrepanz zwischen dieser Akribie und dieser Leerstelle in diesem Prozess oder in diesem Strafverfahren auch. Und eine Frage, die mich auch noch beschäftigt hat, wenn man das, also, und ich würde das auf jeden Fall als eine Form des Reenactments bezeichnen, diese Oper, also diese Arbeit, inwiefern so die Bedeutung oder die Frage nach einer Form des Gedenkens oder auch des Erinnerns vielleicht eine Rolle spielt, was ja bei Reenactments auch einigermaßen wichtig ist und hier ganz besonders, weil es ja eigentlich um das Reenactment eines Verbrechens geht und nicht wie in wohl nicht allen, aber in einigen Reenactments oder gerade so in den klassischen historischen Reenactments, da ging es eher so um, ich sage jetzt mal, ruhmreiche Taten oder Personen, also etwas irgendwie auch zu glorifizieren, indem man das wiederherstellt oder nachstellt oder rekonstruiert. Und hier handelt es sich ja eigentlich um ein eher dunkles Kapitel sozusagen. Und es gab ja auch in diesem Fall sehr viele so konventionelle Gedenkengagements und Gesten, also bis hin, glaube ich, zu einem Platz, der nach ihm benannt wurde und der Vater wollte, glaube ich, auch eine Straße nach ihm benennen, also eher so im normalen öffentlichen Diskurs, was da unter Erinnerung an diese Tat läuft und inwiefern jetzt so eine Oper irgendwie, die das auf diese wirklich ganz beeindruckende, spezielle, komplexe Art irgendwie reenactet, inwiefern das auch vielleicht eine Form des Gedenkens oder des Erinnerns vielleicht sein könnte. Also es ist ganz offen, ich bin mir da überhaupt nicht sicher, aber das habe ich mich einfach so gefragt. Danke. Max hat sich gemeldet jetzt sofort. Ja. Musst du nur also dich nicht mehr stumm halten. So. Sorry. Also hallo, vielen Dank. Ich
will vielleicht ganz kurz zwei Eindrücke schildern. Ich fand das extrem spannend. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich habe irgendwann mal angefangen zu zappen. Ich weiß noch nicht, woran es genau liegt. Mein Problem ist tatsächlich diese Übersetzung in die Oper rein, wo sich jetzt sozusagen bei den Großveranstaltungen der Kunstfelder drei Positionen ausmachen. Ja? Das eine ist IYY, der sich an den Strand legt. Haben wahrscheinlich alle so im Kopf, wo er sich an diesen kleinen Jungen da anhängt, der am Strand gefunden worden ist nach einem Bootsunfall auf Lesbos. Dann Wu Seng, der im Gropiusbau eine größere Arbeit auch von Lesbos filmisch gebracht hat, ein poetisches Opferspiel. Und dann ist jetzt aus einer ganz anderen Sphäre, jetzt mit dem gesamten Hintergrund auch der Flüchtlingskrise, eine Auseinandersetzung mit einem politisch aufgeladenen Thema, wo die große Oper bemüht wird. Und jetzt die Frage bei der Oper grundsätzlich, welche Gattung bedient das denn eigentlich? Ja? Ist das jetzt sozusagen der große emotionale, existenzielle Gefühlserguss, der einem da serviert wird? Also so die große italienische Oper, in denen es um die großen Gefühle geht, die dann zum Publikum transportiert werden. Oder ist es ein Oratorium? Ja? Also sozusagen, was vorher anklang, sozusagen das Gedenken, das Erinnern, auch mit den großen Gefühlen, wo es oratorisch um etwas geht. Und da scheint mir das nicht klar positioniert. Ja? Ich habe es stellenweise, als ich mich dann länger reingehört habe, als jetzt versuche ich da mal zu provozieren, kitschverdächtig erfunden, weil es musikalisch sehr stark Pattern aus dem American Minimalismus aufruft und mir zunehmend unklar war, an wen richtet sich das denn? Ja, wer sitzt da drin? Wer hört sich das an? Wem gilt das denn? Ja? Und da hänge ich im Moment sehr, sehr stark in der Luft. Also natürlich geht es um eine Polyperspektivität und es geht darum, da etwas herzustellen, was diese Sache wach hält. Ja? Aber die Frage steht grundsätzlich im Raum, wo sich dann dieser ganze Gefühlsstrom hin ergießt. Ja? Und dazu ist es mir peinlich eben aufgestoßen, dass es eine der vielen Produktionen sein wird, die viele andere in den nächsten Spielzeiten schlicht und ergreifend verdrängt, weil die ist auf Halde und will gezeigt werden. Jetzt ist Nübling zum Beispiel in Basel mit seinen Kindern auf der Bühne, aber man weiß genau, dass drei Produktionen, die eigentlich da projektiert waren, nicht produziert werden können. Also das sind jetzt im Moment einige Fragen, die sich dann am Ende natürlich an auch Gemeinschaften geht. Ja? Also welche Gemeinschaft, welche Audience ist da gemeint? Wen erinnert man? Welche Gemeinschaft an Leuten, die sonst nicht zur Stimme kommen? Und das sind für mich viele Fragestellungen drin, die zwischen Ästhetik und Ethik im Moment nicht vermittelbar sind. Das ist bei Forensic Architecture 2015 ziemlich klar gewesen. Das war eine ruhige Veranstaltung, das hat es zur Verfügung gestellt. Wir konnten uns darüber aufregen, wir konnten erstaunt sein, man konnte sich wahnsinnig ärgern über den Staat, der da offensichtlich manipuliert hat. Jetzt haben wir die große Oper und die Frage, wo ich mich einfach mit diesen Gefühlen da hinplatziert sehe. War jetzt vielleicht ein bisschen viel, sorry. Danke. Clara? Ja, danke für die Einführung. Ich sage einfach mal, was ich sagen wollte. Ich glaube,
was relevant ist, erstmal bei der Umsetzung von, oder was mir, was ich für relevant halte, erstmal bei der Umsetzung von Forensic Architecture und dann aber auch im Zusammenhang mit, ich habe 2016 von einer kleinen Theatergruppe aus Nordrhein-Westfalen auch schon mal ein Stück gesehen, was sich damit auseinandergesetzt hat und diesen Fall auch rekonstruiert hat, wo sich die Szene auch immer wieder wiederholt hat, auf Grundlage der verschiedenen Aussagen, also wie Andreas Temme sich in diesem Laden bewegt haben muss, um das alles zu übersehen. Und dabei ist mir, also da würde ich sagen, dass im Unterschied zu Fakten und Daten auf Papier und Inhalten von Prozessen und Ermittlungen sich darüber eine ganz andere Zugänglichkeit eröffnet, einfach das umgesetzt zu sehen und diese Nachbildung mit Körpern anders zu verstehen, auf einer sinnlichen Ebene auf jeden Fall. Also sowohl, wenn Forensic Architecture versucht, es ganz faktisch zu machen, als auch wenn es auf einer Bühne passiert und so mit etwas sichtbar gemacht wird, was in der Oper ja auch angelegt ist, in dem immer mehr weggenommen wird vom Bühnenbild und somit immer deutlicher, zumindest in der filmischen Umsetzung, erkennbar wird, wer welche Wege geht und wer sich wann wo auffällt und sowas. Und dann, glaube ich, ist es ja auch genau anknüpfend an eine Erinnerungskultur total bemerkenswert, dass die Oper als absolute Hochkultur sich so gesellschaftspolitischen Zusammenhängen annimmt. Zusammenhänge, genau, wo Sicherheitsbehörden immer noch mit sämtlichen Nazi-Strukturen zusammenarbeiten. Genau. Und das von einem historischen Kontext in Deutschland einfach, genau, Deutschland, das irgendwie befreit worden ist und aufgearbeitet hat, total relevant ist, meiner Meinung nach, weil das einfach an sämtlichen Stellen und beinahe jede Woche gewahr wird, dass es auf jeden Fall nicht der Fall ist, dass diese Strukturen überwunden, beseitigt worden sind. Genau, und ich glaube, ja, dementsprechend, also es ist wichtig, eine Straße oder einen Platz umzubenennen, aber auch das in großen Opernhäusern zu zeigen oder so, weil so verschiedene gesellschaftliche Gruppen erreicht werden können und sich genau die Einzelnen, die das sehen, sich dazu ins Verhältnis setzen müssen und die Betroffenheit, also genau irgendwie, ja, ich glaube, durch diese sinnliche Ebene kann eine andere Form von Betroffenheit hergestellt werden, weil es einfach jede Einzelne von uns betrifft, würde ich sagen. Genau. Ja, vielen Dank. Also ich finde auch diese sinnliche und affektive Ebene eigentlich grundlegend, die von dir jetzt und auch vorher von Sandra jetzt angesprochen worden ist. Und ich habe mich wirklich gefragt, ob das kann vielleicht tatsächlich an der am Problem der Übersetzung über die Bildlichkeit liegen. Das wäre auch so eine Art von Frage an dich, Fabienne, wie du das erkennst. Weil, aber ich wollte was anderes sagen, und zwar, ich hatte überhaupt ein Problem, also mit dieser Arbeit von Forensic Architecture, das tatsächlich als Reenactment zu betrachten. Ich glaube einfach, dass nicht jede Wiederholung ist ein Reenactment. Ja, also das kann man ja auch, glaube ich, nicht, also, oder vielleicht muss man ja auch differenzieren, also ganz verschiedene Ebenen von Wiederholungsstrategien. Und das, was du am Anfang betont hattest, dass eben das ist vielleicht mehr als eine Künstlergruppe, eine Forschergruppe, ne? Also das hast du auch so, oder Research-Gruppe oder Research-Kollektiv. Ich glaube, das sagt ja auch viel also von dieser Arbeit aus. Also für mich, also wie ich das Reenactment, deswegen habe ich auch gesagt, dass sie das rekonstruiert haben. Für mich ist es eher so eine Art von Wiederholung, die wirklich auf einer minutiösen, sehr auch aufklärerischen sozusagen Rekonstruktion von Daten, Fakten, Handlungen und Aktivitäten beruht. Und wie ich das Reenactment verstehe, für mich ist es für das Reenactment wirklich vollkommen, also grundlegend, diese sinnliche, affektive, körperliche Ebene, die jetzt eigentlich hier fehlt, aber mitgedacht worden war, also in der Oper von Ben Frost,
das hat zwar nicht stattgefunden, weil eben letztendlich wir jetzt mit dem Film zu tun haben, und zwar also mit einem besonderen, ich würde sagen, das ist so eine Art auch Aufzeichnung von Fragmentarität dieser Oper und nicht der Oper, die vielleicht hätte entstehen können, und auch von der Unfertigkeit. Ich glaube, das ist eine Art von Dokumentation der Unfertigkeit dieses Reenactments und nicht des Reenactments selbst. Aber ich habe wirklich, also wie auch das Sophie auch vorher betont hatte, vielleicht war eben diese Arbeit von Ben Frost auch gedacht als eine kritische Auseinandersetzung mit der Arbeit von Forensic Architecture, weil es tatsächlich als Reenactment gedacht worden war. Also was für mich da sehr wichtig war, oder die treibende Kraft dieser Wiederholung der Komposition von Ben Frost war die Wiederholung der Erfahrungen jeder Figur. Also durch jeden Performer, durch jede Performerin, ja, also durch die Körper von ganz verschiedenen Performerinnen, indem eben die Rollen auch von Protagonistinnen ständig rotiert haben. Also ich glaube, das ist diese Varianten, die in verschiedenen Körpern stattgefunden haben, das war sozusagen etwas, was vollkommen anders beziehungsweise sich total an wirklich von der Arbeit von Forensic Architecture auch unterschieden hat. Das jetzt nur als kleiner Kommentar. Ich wollte einfach nur dieses Wort, das Reenactment, wirklich in Frage stellen im Falle von Forensic Architecture. Ich weiß, dass Sie das selbst so benennen, aber mir scheint es irgendwie suspekt zu sein, wenn ich aus einer eher ästhetischen oder künstlerischen Praxis irgendwie drauf blicke. Das. Max, sorry, du. Und Nina, oder? Wer war erste? Direkte Reaktion darauf. Ich möchte einfach nur an Brecht erinnern, der mal treffend von der Oper gesagt hat, das sei eine kulinarische Veranstaltung. Man kann jetzt meinetwegen den seriellen, minimalistischen Kompositionen von Ben Frost irgendwie sozusagen V-Effekt oder sonst irgendwas nachsagen, aber am Ende bleibt es Kulinarik. Ja? Also man kann sagen, es ist auf einem großen Spektakel, also jetzt aus meiner Kritikerperspektive, auf der Ebene des großen Spektakels sozusagen, Ivor Weiss, liegen am Strand. Ich halte das für eine pure, wirklich eine pure Nebelmaschine, die dem Hannoveraner Publikum vorgaukelt, dass sie sich hier, es ist eine reine Entschuldungsaktion. Ja? Es hat nichts mit Aufrütteln oder sonst irgendwas zu tun. Die Leute gehen genauso in die Pause und trinken ihr Rübli, und da ist nichts gewesen. Ja? Ich halte das für eine ganz schlimme Geschichte, weil sozusagen die Widerständigkeit und die Provokation, die durch Forensic Architecture genau auf das Insistieren von Wahrheit, ja, und zwar ein ganz klares Insistieren auf, so sind die Fakten, und ihr müsst anerkennen, dass es Modi des Faktischen gibt, die sich euren bisherigen Systemen entziehen. Ja. Da gießt der jetzt wieder serielle Musik drüber. Das kennen wir seit Steve Reich und weiß Gott was, Phil Glass, Satya Graha, satt und sonders. Und ich finde, ihr müsst mehr differenzieren, die mediale Differenz zwischen einer Opernveranstaltung, einem Film und diese Dokumentation von Forensic Architecture. Wir unterhalten uns jetzt im Moment ja nicht über Forensic Architecture, denke ich. Das ist der Hintergrund, das ist das Libretto, das uns nicht zur Verfügung stand. Und ich finde, man muss in diesem Fall wirklich auch auf das Libretto gucken können. Das ist der Text von dem Ganzen, dass man hier zu einem einigermaßen kontrollierten Urteil kommt. Also ich, wie gesagt, nochmal, es ist eine kulinarische Veranstaltung, die für mich, ehrlich gesagt, jetzt immer mehr unerträglich wird. Mhm. Ja, und das die Qualität von Forensic Architecture, das ist ein ganz wichtiger Beitrag gewesen. Das war 2015. Ja, und er nimmt das, wie Büchner die Protokollakten für Wojciech, die 20 Jahre vorher entstanden sind. Das ist völlig legitim und okay, aber das Ergebnis, das rauskommt, ist, die Engländer würden sagen, marinated.
Ja, aber es gibt eigentlich kein Ergebnis. Ne? Also das ist, das wollte ich. Merkwürdig, wir haben jetzt den Film, ja, und das, was wir dann irgendwann im Herbst 2000, wenn alle durchgeimpft sind, 2020 sehen, da kann man gern dann hin, aber es gießt eine Soße drüber und dann kann man sich überlegen, ist das ein angemessenes Oratorium? Ja? Ist das, mit was gehen Sie drüber? Brauchen wir sozusagen jetzt noch eine Übersprungsemotion, ja, um das Ganze irgendwie in den Griff zu kriegen? Ja? Und für mich ist es eine grandiose Entschuldungsveranstaltung, die ein Spektakel auf eine Sache setzt, wo die Justiz versagt hat, der Staat versagt hat, wo ganz andere Instanzen unterwegs sein müssen. Und da haben, glaube ich, 2015 Forensic Architecture einen wichtigen Beitrag gemacht, ja? Einen wichtigen kollektiven Beitrag, der sich auch dem Begriff von Kunst entzieht, der was setzt, wo ich sagen kann, das ist widerständig, das ist etwas anderes. Damit setze ich mich wirklich auseinander. Aber hier haben wir dann sozusagen einen Emo-Anschluss, den ich bei jeder Vorabendserie Charité oder in Therapy habe. Ja? So, okay, das war es jetzt für heute. Das war eine klare Haltung jetzt. Also um nochmal so auf ganz unwissenschaftlich jetzt, aber es ist... Genau. Gut, aber dann jetzt gab es noch zwei Meldungen dazwischen, Nina und Sophie. Ja, also vielleicht gleich, um das voranzuschicken, ich habe jetzt hier nicht so eine klare emotionale Haltung oder eine Haltung zu dieser Oper oder dem Film, aber ich kann so ein bisschen ins gleiche Horn stoßen wie Max, weil ich mich jetzt gerade auch, vor allem in der Diskussion, die jetzt auch gekommen ist, irgendwie hat auch gefragt habe, wie sehr das dann letztlich wie so als, also die Oper, wenn sie dann in einer Oper tatsächlich aufgeführt wird, so als eine Art Feigenblatt der Gesellschaft, der höheren Schichten der Gesellschaft irgendwie auch aufgefasst werden kann, so im Sinne von sozusagen einer Stellvertreter, ist mir gerade das Wort entfallen. Naja, halt wie so dieses emotionale Durchmachen einer Sache. Wahrscheinlich kann mir dann jemand helfen, das Durchmachen einer Sache und dann wie so die Reinigung durch die Kunst. Katharsis. Genau, danke. Katharsis, eine kathartische, sozusagen Stellvertreter, kathartische Erfahrung im Sinne eines, toll, wir haben uns jetzt hier einen Abend lang sozusagen politisch auseinandergesetzt oder irgendwie so gesellschaftskritisch auseinandergesetzt, ohne dass vielleicht, also tatsächlich irgendwie ist, was passiert. Man überlegt sich vielleicht schon gewisse Dinge an diesem Abend, aber geht dann eben ein bisschen auch so raus, ja, wie so, jetzt ist es abgehakt, na, man kann wieder so in den Alltagstrott zurückkehren. Und was mir aber auch noch aufgefallen ist, oder was ich noch sagen wollte in Bezug auch auf die Frage nach dem Wahrheitsgehalt, was mir jetzt mit dem Material, was Fabian gezeigt hat, auch so ins Auge gestochen ist, eigentlich das Kondensieren der Bewegungen, wieso, also dieses Reenactment von Andreas Temme, der ja seine Bewegungen wahrscheinlich überhaupt nicht so wiederholt, wie er sie tatsächlich gemacht hat, weiß man nicht, aber auf jeden Fall macht er eine Art zufällige auch Bewegungsabfolge, die dann wieso fixiert wird und sich kristallisiert auf genau diese Bewegungen, die dann genau wieder so aufgenommen werden. Und ich finde, das bricht die Oper oder die Bewegungen der OpernsängerInnen, DarstellerInnen, wie auch wieder ein bisschen, weil jede Figur dann trotzdem die Bewegung wie noch ein bisschen nochmal wie anders macht. Und es so wie auch wie eine Facettierung eigentlich wieder gibt, die vorher mit der filmischen, mit dem Filmreinszenierung oder Reenactment oder wie man es dann nennen will, wie so sehr fixiert wird eigentlich. Und ja, so dieses Schwanken oder dieses Wellenverhältnis von halt
Konstruktion oder Rekonstruktion und Dekonstruktion, die sich auch, wie Claro auch gesagt hat, wie so in diesem dann wieder auseinandernehmen dieses konstruierten Raums eigentlich auch widerspiegelt, weil wie immer mehr Teile auch irgendwie wegfallen und dann gar nicht mehr so eine klare Struktur eigentlich vorhanden ist, woran man sich orientiert und die Bewegungen funktionieren dann ja letztlich auch nicht mehr so, wie sie eingespielt wurden, wenn plötzlich der Stuhl gar nicht mehr da ist, von dem man runterfallen kann. Ja. Danke. Und Sophie? Ja, es hat sich vielleicht schon so ein bisschen erledigt. Ich wollte mehr eine Beobachtung teilen nach dem Beitrag von Max Klauner, weil mir aufgefallen ist, dass die Reaktionen auf Forensic Architecture, die sind auch extrem affektiv. Also das ist besonders, dass einerseits die Kritik ist, dass das eine so auf der einen Seite mit diesem Anspruch der Wissenschaftlichkeit, den du auch nochmal herausgestellt hast, Dorota, mit dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit operiert, andererseits aber so eine extreme affektive Adressierung auch vornimmt. Ne? Man muss sich ja nochmal klar machen, dass das auf der Documenta gezeigt wurde, diese Arbeit von Forensic Architecture. Also es gab da durchaus auch einen ursprünglichen Kunstkontext irgendwie schon. Ne? Und gleichzeitig reagieren wir natürlich auch in dieser überaffektiven Art darauf, ne? Und versuchen irgendwie einzuteilen, was ist das rechte Maß an politischem Aktivismus und ab welchem Maß wird es sozusagen so eine, das, was Max gesagt hat, was dieses sich freikaufen für das Opernpublikum ist, ne? Und arbeiten letztlich dann auch vielleicht auch mit unscharfen Beschreibungen dessen, was dort passiert. Denn natürlich ist nicht jede Oper heute noch dieser brechtschen Kulinarik zuzuordnen oder so. Ne? Also insofern, obwohl ich diese Kritik teile, wäre jetzt dann doch nochmal fast mein Appell, sich nochmal stärker präziser auch auf einer medialen Ebene anzuschauen, was dort im Einzelnen passiert. Sowohl bei dem, und ich würde dir zustimmen, Dorota, dass ich auch denke, es ist nicht ein Reenactment in dem Sinne, aber trotzdem müsste man sich das dann vielleicht doch nochmal viel mehr im Einzelnen anschauen und auch die unterschiedlichen Arbeiten. Und es gibt ja auch Arbeiten, die dann tatsächlich vor Gericht als Beweismaterial verwendet worden, auch in Den Haag, wenn ich das richtig erinnere. Ne? Und insofern ist es schon spannend, diese unterschiedlichen Übersetzungen, die dort passieren. Und ich glaube, man tut der Debatte und auch der politischen Relevanz tut man Unrecht, wenn man das sozusagen nur über die ganze Bandbreite mit diesem Kulinarik-Vorwurf Vorwurf belegt. So, jetzt muss ich dann doch nochmal, nachdem ich die Kritik eröffnet habe, und dafür brechen, dass es doch mindestens wichtig ist, dass wir uns Gedanken darüber machen und das detailliert auch beschreiben. Ich verstehe auch das Urteil sozusagen oder die dezidierte Haltung von Max als eine Art von Provokation und eben beziehungsweise eine Art von Auslösung, ja auch so einer affektiven Reaktion. Ein Enactment, kein Reenactment, aber ein Enactment. Ja, man kann alles mit Brecht natürlich belegen, aber man müsste sich ja auch Theater auch im bürgerlichen Kontext nochmal kritisch anschauen und das nochmal vielleicht nochmal kritisch beschreiben können. Also das wollen wir auch nicht. Wir haben genug viele Dimensionen jetzt, also in der Arbeit und müssen wir tatsächlich nicht. Und wenn ich dich richtig klar verstanden habe, du hast es eben als Vorteil auch gesehen, dass, ich weiß es nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber ich habe das so mitbekommen, dass eben als Vorteil hast du das gesehen, dass eben politisches Thema oder Politikum oder eine Art von Forum eben, also jetzt in dieser konventionalisierten Oper auch stattgefunden hat, ne? Also mit dem Übertragungsprozess oder Übersetzungsprozess eben aus einer Nische sozusagen, wie man vielleicht ja auch die Arbeit von Forensic Architecture auch betrachten könnte, aus einem Kunstfestival, was eigentlich auch Documenta ist, in den Kontext der Oper, die eigentlich für ein breites und bürgerliches Publikum auch gedacht ist. Ne? Also ich weiß es nicht, ob das richtig jetzt war. Also ich finde es auf jeden Fall bemerkenswert. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass irgendwer eine Oper darüber macht, aber ich habe auch nicht so einen starken Zugang zu Oper und kenne mich da überhaupt nicht aus. Aber genauso wie die Documenta würde ich es als relativ High-Class-Kultur Praxis beschreiben und dementsprechend
Genau, finde ich bemerkenswert, erstmal ohne es zu beurteilen, ob es gut geklappt hat oder schlecht, dass es da vorkommt, dieses Thema und dieses Geschehnis. Ja. Gab es noch eine Meldung dazwischen? Ich habe vielleicht etwas übersehen. Oder möchtest du jetzt, Fabienne, vielleicht nochmal zurückkommen, also in die Diskussion? Wir haben dich lange nicht gehört. Kann ich vielleicht hierzu ganz kurz so ein bisschen was Technisches fragen, sozusagen? Und zwar, es war ja eine Auftragsarbeit. Jetzt weiß jemand von euch etwas mehr zu diesem Hintergrund, wer das überhaupt in Auftrag gegeben hat und ob das irgendwie auch klar war, dass das Ben Frost machen soll und einfach so den Entstehungskontext oder so. Weiß da jemand mehr drüber? Ich habe kurz nachrecherchiert, also Ben Frost sollte etwas für Hannover machen, war dann eben mit Ayal Weizmann ja im Gespräch und hatten dann beide zusammen die Idee, dass sie eben eine Fallstudie nutzen. Und in diesem Austausch mit Ayal Weizmann kam dann eben die Idee auf, dass sie diese Oper zu Halle machen. Aber es war schon geplant, dass Ben Frost etwas macht. Und das ist ja auch nicht die erste Oper von Ben Frost, das ist die zweite. Und ansonsten ist er eigentlich eher im Musikbereich, vielleicht in der Technokultur oder irgendwo dort unterwegs. Also er hat aber auch schon, ich weiß, dass er mal im Fotomuseum Winterthur hat er mal eine Ausstellung begleitet, also die Musik für eine Ausstellung auch mitkomponiert. Also er ist schon in sehr vielen verschiedenen Bereichen auch unterwegs. Okay, also ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie einen großen Unterschied macht, aber ich habe mich das jetzt einfach selbst gefragt, wenn es ein bisschen darum geht oder ja, es vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, ihm unterstellt wird, dass da irgendwie sozusagen Material vielleicht fast missbraucht worden ist, dann habe ich mir einfach gefragt, ob da eher die Initiative wirklich gestartet ist sozusagen, weil es darum ging, etwas zu diesem Fall noch zu machen oder ob es stärker wirklich um diese Zusammenarbeit ging mit Ben Frost oder so. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich einen Unterschied macht, aber danke. Wenn ich, also kannst du mich, Fabienne, auch korrigieren, aber ich glaube, die Arbeit von Forensic Architecture war eigentlich eine Auftragsarbeit für Documenta eben, oder? Haben Sie das vorher gemacht? Und zwar, ich habe total viel jetzt nochmal hier aufgenommen und gehört und hätte so Lust, nochmal auf ganz viel einzugehen. Jetzt erstmal nochmal diese Frage. Die Arbeit von Forensic Architecture ist eine tatsächliche Auftragsarbeit und zwar von dem Tribunal NSU-Komplex auf. Okay. Und das ist diese Bürgerinitiative, die von der Familie und dem Umkreis von Hallet-Josgat begründet wurde. Und da bin ich jetzt auch nochmal bei der Clara und nochmal diesem auch Hinweis, nochmal auch im Sinne sozusagen der Verteidigung dieses Truth Claims, dass natürlich diese Familie zurückgelassen wurde mit einem unaufgeklärten Fall. Was deutlich geworden ist, ist, dass Tammy eben, das ist bewiesen über das Abhören von Telefonaufnahmen, dass er wusste, dass dieser Mord, wenn er in diesem Internetcafé ist, passieren würde. Und dass das wohl auch der Grund war, dass er sich dort aufgehalten hat und nicht einfach nur als Kunde, um dort das Internetcafé zu nutzen. Aber darüber hinaus hat eben das, oder haben in diesem NSU-Prozess ist seiner Zeugenaussage einfach dann Glauben geschenkt worden. Und das ist einfach eine Form von, es sind so viele Widersprüche in seinen Aussagen und natürlich dieses Decken von allen, von der ganzen offiziellen Politik, das kann nicht so stehen bleiben. Also, und von daher im Sinne diese Arbeit von Forensic Architecture, das war wirklich auch nochmal die Bitte eben dieses Tribunals NSU-Komplex auflösens. Die haben das ganze Material gegeben und ihre ganzen Recherchen, um da auch Öffentlichkeit zu bekommen. Ne? Also, weil natürlich diese Familie, die haben demonstriert, das hat keine Sau interessiert. Ja? Und es geht wirklich auch um die Frage, eine Öffentlichkeit zu schaffen. Und dann sind wir auch nochmal bei dem Thema der Communitas. Und jetzt vielleicht noch mal so ein Ding weiter.
Ich habe hier sehr schön gehört, irgendwie so, gibt da mal so Leidenschaft, der eine schlägt sich auf die Seite von Forensik und der andere auf die Seite von Ben Frost. Oder ist das jetzt eine Kritik? Aber ich fände es einfach spannend, wie nochmal zu gucken, ist das nicht insgesamt als Gesamtzusammenhang zu sehen, Öffentlichkeit auch zu schaffen, eine Öffentlichkeit, die schon auch eine Gegenöffentlichkeit ist, gegen das, was als geschlossene Akte vor Gericht oder wo auch immer von diese offiziellen beglaubigten Varianten. Und da finde ich auch, das fand ich irgendwie nochmal ganz interessant, dass diese Unterscheidung, die dann Forensik auch macht zwischen forensischen Praktiken, die staatliche Praktiken sind von Gerichten, von Medizinern, die für das Gericht arbeiten, vom Militär, von der Polizei, von der Grenzwache oder was auch immer. Und dass diese Form von, ja, dort, das ist eine Form von Forensik, die schon irgendwie so Zahlen, Daten, Fakten, Wahrheiten auf diese Art und Weise für sich beansprucht. Und ich glaube, dass dieses Forensische, zumindest, wir können diskutieren, ob das gelingt, wahrscheinlich misslingt es immer, aber die Idee ist zumindest, etwas zu produzieren, was auch, glaube ich, Evidenzcharakter hat, aber nie den Status des wirklichen Beweises oder der Aufklärung erlangt, aber das öffentlich zu machen. Und irgendwie auch wie zu öffnen für eine Form von kollektiver Auseinandersetzung und dass Kunstinstitutionen in der Lage sind, diese Öffnung auch zu leisten, wird dann einfach genutzt. Und ich weiß nicht, was jetzt die Idee von Ben Frost und seine eigentliche Motivation. Ich habe nur gelesen, dass er selber über sich sagt, dass er da in so einer Bubble ist, in dieser Opernwelt. Das würde für die Kulinarik sprechen, ja. Und natürlich aus dieser Bubble heraus auch wie eine Möglichkeit gesucht hat, sich in eine Form von Herstellung eines, nennen wir das doch mal Forum, auch dort einzuklinken und sich auch zu beteiligen. Und ich finde auch ganz toll, nochmal zu fragen, was ist die Qualität dieser ständigen auch Wiederholungen? Ja? Und da, glaube ich, unterscheiden sie sich sehr. Ich denke, dass auch, dass das nicht ein Reenactment jetzt in einem wirklich elaborierten Sinne der Theaterwissenschaft ist, was Forensic Architecture macht, aber es ist auch keine forensische im Sinne sozusagen dieser offiziellen Staatspraktiken, forensische Rekonstruktion, weil sie ja den sinnlichen und auch ästhetischen Charakter dieses Moments der Nachstellung anerkennen. Sie wissen, Temme macht das vor einer Kamera, in einem Raum und es ist auch eine Form von irgendwie enacteter Handlung, die den Status auch in diesem Moment eines Originals hat. Und das ist noch kein Reenactment im Theatersinne, aber auch keine bloße Rekonstruktion. Und das finde ich irgendwie auch ganz interessant, die Architektur und diesen Raum, eben diese, das ist ein zeitlicher Raum, eben 9 Minuten 26 und ein Quadratmeterraum, eben 77 Square Meters, in diesem vorgegebenen Rahmen mit auch Körpern und Architekturen in so einem Verhältnis von Relationen etwas herzustellen. Und diese Herstellung von dem, was wir jetzt vielleicht Evidenz nennen können, die ist dem Theater nicht so fern. Das ist weder, glaube ich, ein wissenschaftlicher Beweis, noch ist es eine Form von gefühliger oder affektiver Praxis. Aber diese Frage des Gedenkens, ich würde auch gerne nochmal dieses Körperarchiv da irgendwie aufrufen. Also was ist das? Was wird da hergestellt, wenn es keine Rekonstruktion ist? Über dieses, bei Forensic Architecture, eben architektonische Modeling,
Und dann natürlich bei Ben Frost über diesen Wechsel von Rollen auch und diese Wiederholungsstruktur, während die Bühne demontiert wird. Und das fand ich auch einen spannenden Produktionshinweis. Und ich glaube, es geht da sehr viel auch um die Frage von Autorschaft, ja, und Autorität, auch im Sinne einer arbeitsteiligen Produktion für die Operbühne, was natürlich eine völlig hierarchische Angelegenheit ist. Und dann hat er diesen Bühnenbildnern oder den Zuständigen für das Bühnenbild irgendwie den Auftrag gegeben, das abzubauen, aber ihm nicht zu sagen, wann und wie. Und dieser Moment, dieser auch wiederum, ich weiß nicht, ob es eine Dekonstruktion ist und wie man das beschreiben möchte, aber irgendwie durch diese ständige Wiederholung auch eine Aufhebung, das gefällt mir als Wort wahrscheinlich am besten, eine Aufhebung der eigenen Versuchsanordnung. Und das ist wie eine wäre für mich eher wie eine Weiterführung auch einer öffentlichen Auseinandersetzung eines Forums um diesen Fall von Halit Yozgat. Ja, um jetzt kurz noch darauf zu reagieren, was du gesagt hattest. Also ich glaube wirklich, diese Frage nach der Wiederholung und nach dem Status der Wiederholung ganz wichtig oder vielleicht irgendwie fundamental ja auch für alle Arbeiten, die wir heute gesehen haben oder gehört haben. Zwar im Verhältnis zu der Frage nach dem Beweis oder nach der Evidenz oder beziehungsweise eben nach dem Evidenzcharakter von Wiederholungsstrategien, ne, die hier angewendet werden. Weil mir scheint es ja auch sehr wichtig zu sein, also bei der Frage der Wiederholung und bei der Frage der Evidenz noch ein Begriff und vielleicht in Bezug auf das Körperarchiv eben der Begriff der Spur beziehungsweise des Ephemera, ne, also oder Ephemeride oder was auch immer, also etwas, was tatsächlich Evidenzcharakter haben kann, aber gehört letztendlich nicht zum öffentlichen Diskurs als Evidenz oder als Beweis. Und ich glaube, das ist vielleicht eine Frage, die wir uns stellen könnten. Also eben, welche Bedeutung hat überhaupt die Spur eben in der Wiederholung? Oder können wir eben die Spuren, diese Reste, diese Ephemeras in der Arbeit von Forensic Architecture finden? Oder eher basiert tatsächlich diese Arbeit auf diesem Wahrheitsanspruch, was letztendlich auch uns wieder also zu den ganz traditionellen Beweisen zurückführt, also wie Fakten, Daten und etwas, was man auch so rational oder auf dieser rationalen Ebene auch verstehen und erklären kann. Das ist so, mir einfach fällt jetzt, es ist so ein ungenaues Zitat, aber aus dem Buch von José Esteban Muñoz, der sich mit Ephemeras eben so stark beschäftigt hat, total in einem anderen Kontext, aber tatsächlich im Kontext auch von Gegenöffentlichkeiten, das heißt in queeren Communities. Und der hat eben sich auch diese Spur oder diese Ephemera auch so vorgestellt als eben Überreste, die in der Luft ja auch oft hängen, wie Gerichte, wie Anekdoten, die man tatsächlich gar nicht als Beweise irgendwie betrachten kann. Also die haben ja auch einen suspekten Charakter. Oder vielleicht, wie Max ja auch das nennen würde, einen kulinarischen manchmal Charakter. Also wie Anekdoten, Gerichte oder etwas, was man als Gegenmeinung auch stellt und eigentlich nicht zur Öffentlichkeit gehört. Meine zweite Überlegung war, also zu dem, was du gesagt hattest, ist es überhaupt auch der Anspruch, die Gegenöffentlichkeit jetzt in die Öffentlichkeit zu übersetzen oder beziehungsweise zu bringen, dann ist es für mich die Frage, wenn die Gegenöffentlichkeit zur Öffentlichkeit wird, ist es immer noch, hat das einen alternativen beziehungsweise einen antihegemonialen auch Aspekt oder eine dekonstruktive, kritische Dimension. Das ist etwas, was mir jetzt so eingefallen hat, also bei deiner... Ja. Vielleicht mal bei dem zweiten, und da können wir ja irgendwie, ich glaube, da können wir jetzt auch wieder nochmal im Kreis hier nochmal alle zusammen aufsprechen.
Weil das könnten wir natürlich auch fragen für die Kunstinstitutionen. Ne? Nachdem Forensic Architecture diese Arbeit gemacht hat, hat die Documenta das ja ausgestellt und die haben ja auch, und da waren wir ja zusammen, Drotha, im Museum Fredericianum, heißt das Rotunde, nee, wie nennt man das? In diesem großen Innenraum durch auch diese Society of Friends of Halit doch veranstaltet. Und da waren über nochmal die ausgestellte Arbeit in der neuen, neuen Post hinaus, wurden auch ja, Menschen eingeladen. Und das ist ja in Kassel, also da, wo das ja auch passiert ist. Also es ist ja auch eine Arbeit vor Ort. Und diese Gruppierung, die auch eingeladen wurden, da gibt es so eine Gruppe in Kassel, die ganz lokal arbeitet. Die heißt Initiative 6. April. Das ist eben der Tag gewesen, wo das geschah. Und dann gibt es eben diesen Tribunal NSU-Komplex auflösen und natürlich in der Öffentlichkeit der Ausstellungsbesucher auch ein Forum zu schaffen, um ja, das, damit die Friends of Halit hier weiter zusammen an der, auch der Aufklärung, denke ich schon, auch sich beteiligen. Und da ist jetzt die Frage. Und das ist immer die Frage des Gelingens. Sicherlich hat Adam Cimcik nur gewollt, ja, dass das gelingt. So glaube ich, wie Forensic Architecture auch nur möchte, dass das gelingt. So wie Ben Frost auch nur möchte, dass das gelingt. Aber die klemmen alle in diesen Institutionen drin. Und dann ist so ein Opernbetrieb natürlich genauso problematisch wie so ein Ausstellungsbetrieb wie die Documenta, weil sie natürlich irgendwie diese Gegenöffentlichkeit wie auch für sich vereinnahmen und dann auch gutiert werden und nennen wir das dann auch Kulinarik oder wie auch immer, aber von irgendwelchen elaborierten Besuchern wie uns, die dann da durchlaufen und natürlich diese Frage, und das ist ja auch, was Adam Cimcik gefragt hat, wie kann man einladen, ja, wie kann man Künstler oder Menschen einladen, damit sie wirklich partizipieren? Was heißt das, Partizipation innerhalb von einer Institution? Und das ist, ich glaube, es bleibt einfach eine schwierige Angelegenheit und muss vielleicht auch scheitern und deshalb immer wieder versucht werden. Es bleibt auch natürlich ein politischer Auftrag zu erfüllen von den Institutionen selber. Und dann zu dem Ephemeren, da sind wir, glaube ich, bei einem schönen Punkt, wo man sagen kann, wo auch wirklich ganz deutliche Unterschiede sind zwischen dieser Wiederholungsqualität bei Ben Frost und bei der Wiederholungsqualität bei Forensic Architecture. Weil, also das ist ja, das eine ist das Forensische, das eine ist die Architektur. Es geht wirklich um die Architektur als ein analytisches Werkzeug. Und das ist wirklich eine Form von Raum als relationalem Gefüge. Und diesem Raum als relationalem Gefüge, da gibt es schon Proteste. in diesem relationalen Gefüge eben auch mediale Einsätze, die auf der bildlichen Ebene sind. Selbst da, wo im Café der Temme das nochmal nachstellen soll, wird die Präsenz der Kamera ja auch mitgedacht. Und das sind natürlich immer Formen von Daten und Dokumentationen. Ohne Daten und Dokumentationen und Simulation, also vielleicht ist es eine Mischung aus Simulation und Dokumentation. Ich gebe da gerade ein Seminar zu, der Milos ist dann noch da, hat sich rausgeklinkt. Also ist auch eine interessante Frage, was Simulation in die Zukunft hinein auch an Evidenzen erschafft. Es geht nicht nur um eine Rekonstruktion von Vergangenem, sondern irgendwie auch um die Simulation von etwas Möglichem in die Zukunft hinein. Und das Ephemere hat eine ganz andere Qualität und das hat vielleicht kann man das auch einfach so in seiner Verschiedenheit auch nebeneinander irgendwie gelten lassen, aber das Ephemere ist schwieriger als Evidenz anzuerkennen, aber ist natürlich nicht weniger bedeutsam in der Konstitution selbst von Wahrheit,
Ja, und vor allem also in Bezug auf den Tod, ne? Also ich meine einfach, wenn man den Tod eben untersucht als Gegenstand. Max, du wolltest dich Ja, anmelden. ganz kurz im Hinblick auf das, was Fabienne vorhin gesagt hatte in dem vorherigen Beitrag. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, vielleicht vorher noch gesagt, ich glaube, wir müssen einfach diese zwei Veranstaltungen, oder es sind eher eigentlich drei hier, sozusagen die Auftragsarbeit an Forensic Architecture, die auf einer sehr, ich sage es bewusst, privaten Seite passiert ist, ja, die dann plötzlich eingespeist wurde in diesen Kunstzirkus, da seine Rezeptionsform, seine Darstellungen hatte und dann die Übertragung in eine Oper. Und die Frage ist, was geht da verloren oder wo liegt das Surplus? Ja, also warum veranstaltet Hannover eine Oper aus diesem Material oder Ben Frost? Und was ich da interessant fand von der strukturellen Ebene her, was Fabienne erwähnt hat, diese Frage nach einem starken Begriff von Wahrheit, ja, den man herunterbricht auf das, was wir Evidenzen und die Frage, wie stellen sich eigentlich Evidenzen her? Welche Form gibt es? Was ist in einem Strafprozess relevant an Zeugen, an Zeugenschaften, an Dokumenten etc. Ja, wo auf einmal über Eyal Weizmann eine ganz neue Ebene beigetragen wird. Das ist faszinierend. Das ist eine Sache, die uns Gott sei Dank zur Verfügung gestellt worden ist bei der Documenta. Ja, sonst wären wir über diese Kassler Sache, diese private Angelegenheit nicht informiert worden. Und im Moment vermischen sich, glaube ich, in der Diskussion und in der Beschreibung und dann auch Wertung der verschiedenen ästhetischen Ebenen, also Kassel Documenta vorher, das Projekt von Forensic Architecture und dann die Oper in Frankfurt. Das vermischt sich mir in der ganzen Diskussion viel zu sehr. Denn was findet dann in Frankfurt statt? Ich glaube, dass auf einmal eine Offenbarungslogik Raum greift. Ja. Dafür, und da bin ich bei Fabiens Beschreibung drauf gekommen, ja, es werden diese Wände abgebaut. Ja. Wir haben sozusagen den realen Raum rekonstruiert, den wir als Opernzuschauer gar nicht einsehen können. Da gibt es vielleicht Videoprojektionen oder sonst irgendwas, haben Sie sich vielleicht noch gar nicht überlegt. Ja. Es findet sozusagen ein Abräumen dieser verstellenden Sicht Schranken, was Wände ja sind, statt und dann sind am Ende Körper in der frostigen Ebene. Ne? Und das sind starke Zeichen, das sind starke Bilder, die da produziert werden. Es ist die Frage nur, was vermitteln die uns? Ja? Und da ist sozusagen dieser Drang, ja, Evidenz, die Suche nach Wahrheit durch Offenbarungsbilder und dann am Ende auf eine leibkörperliche Wahrhaftigkeit zu drängen, mir ein bisschen zu viele. Ja, das ist jetzt dann meine Wertung dahinter. Es mag jemanden geben, der das irgendwie ganz irre findet, dass man da jetzt auch über die Stimme hinaus, die da eine Körperlichkeit herstellt, eine emotionale Bindung und so weiter. Da frage ich mich, müssen wir uns denn auf diese Geschichte überhaupt begeben? Ja? Und ich kann nur dann eine zweite kritische Ebene einführen, wo ich mal sage, wenn es dann was bringt, ja, über diese Minimal Music Marinated Geschichte, es könnte ja ein Skandal sein, ja, das Ganze. Es müsste ein Skandal sein, so wie damals der Mord und die ganze Vertuschungsstrategie da war staatlicherseits, müsste jetzt sozusagen das Skandalon, ja, also die Falle, die aufgeht, ja, da wo alle aufhorchen. Ja, es geht ja ums Aufhorchen. Und ich weiß nicht, ob da es sinnvoller gewesen wäre, die Stille. Und deswegen ist vielleicht dieser Film sinnvoll, weil er ganz oft Pausen und Stille einbaut, die einen Nachhall erzeugen. Ja. Und die Stärke dieser Oper ist nicht da, wo sie also diesen Drum, diesen Rhythmus à la Steve Reich produzieren, komplett epigonal ist, sondern da, wo sie mal Pause macht. Okay.
gut. Ich habe mir nur gedacht, da sind wir also wieder bei Brecht, ne? Also wenn du über die Unterbrechung und eben über die Pause sprichst. Okay, gut, dann gibt es noch eine Hand hier von Claro. Ja, ich wollte noch mal kurz sagen, dass ich, also ich will überhaupt nichts, ich will in überhaupt gar keine Richtung gegen Brecht oder sowas gehen, aber ich glaube, und ich glaube auch nicht, dass die Oper als Format und das Opernpublikum unbedingt die relevantesten Gruppen sind, um irgendwie da, weiß ich nicht genau, vielleicht schon, weil vielleicht auch viele Menschen, die dann doch irgendwelche gesellschaftlichen Machtpositionen besetzen, gerne in die Oper gehen. Aber ich glaube, eine bestimmte Emotionalität ist einfach mit diesen Themen verbunden. Und ich glaube schon daran, dass nicht alles rational nachvollziehbar ist. Und ich glaube, dass das ganze Problem von beispielsweise von Rassismus und von Nationalsozialismus bis hin zu Mord, also es sind einfach Themen, die auf jeden Fall emotionale Dimensionen haben und in ihrer Bedrohlichkeit für große Teile der Menschen, die in Deutschland leben, total relevant sind. Dass jetzt Ben Frost sich darüber Gedanken gemacht hat, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Also dass das die Annäherung ist, weswegen er dann versucht, sinnliche Ebenen zu adressieren, weil er sich, oder weiß ich nicht, habe gar keine Ahnung oder so, aber das kommt jetzt vielleicht nochmal aus einem anderen politischen Diskurs, aber so gesehen finde ich, ist irgendwie wichtig, das nochmal dazu zu sagen. Was ich mich noch gefragt habe, ist, inwiefern lediglich das Material von Forensic Architecture, was natürlich auch aufgefüttert ist mit Informationen auch betroffener Personen, aber inwiefern darüber hinaus nochmal eine Zusammenarbeit von Seiten des Schauspiels Hannover und der Ben Frost und dem Produktionsteam vielleicht nochmal eine Einbeziehung der Leute, die im näheren Kontext des Mordes stehen, stattgefunden hat und ob es eine Solidarisierung gab, ob diese Menschen nochmal dazu eingeladen werden, sich, weiß ich nicht, ob es irgendwie eine Plattform gibt oder es gibt jetzt keine Live-Aufführungen oder so, aber vielleicht gab es ja Überlegungen dazu, jedes Mal im Anschluss nochmal Gesprächskreise zu eröffnen. Ob einfach es nur darum geht, ein ästhetisches Produkt zu produzieren oder ob darüber hinaus auch noch tatsächliche Vernetzung, Solidarisierung, politische Action stattfindet sozusagen. Da habe ich auch zu wenig recherchiert, vielleicht weiß ja jemand was darüber. Das ist eigentlich eine Oper, die gar nicht zugänglich ist. Also das, was ich hier auch gemacht habe, ist vollkommen illegal. Also dass ich jetzt diese Oper verbreitet habe. Es gab nur eine Online-Präsentation, so viel ich weiß. Und dann, ich habe diese Aufzeichnung bekommen sozusagen, also auch mit so einer Ansage, ich darf das nicht weiterleiten, ich kann nur für meine wissenschaftlichen Zwecke das gebrauchen, weil alle natürlich hoffen oder gehofft haben damals, dass das stattfindet. Also in dem Sinne ist es ja auch selbst wirklich, also wir haben natürlich so ein Kunstwerk, also den Film, also könnte man sagen, so etwas Fertiges, aber letztendlich das Ereignis ist gar nicht, also wirklich hat gar nicht stattgefunden. Ich finde das wirklich, es ist sehr wichtig, auch für deine Fragestellung, ob es irgendwelche Aktivitäten gab oder ob sich ja auch eine Gemeinschaft um die Oper auch gebildet hat oder gab es Solidarisierungsgesten oder was auch immer. Das kann man nicht beantworten, weil eben wir vermissen das Ereignis. Ne? Also ich glaube, das ist ja auch, also
Stimmt, also es gibt diese mediale Dimension in dem Welt selbst, die Verhältnisse zwischen ganz verschiedenen Kunstwerken. Aber das Besondere eben an der Oper ist, dass es überhaupt nicht als Ereignis wahrgenommen werden kann. Im Gegensatz zu den anderen, ne, also die wir heute auch schon angesprochen haben, wie Forensic Architecture, Documenta, das Video oder auch die Interviews, die wir innerhalb von dieser Installation von der Gesellschaft, von Freundinnen von Halit auch gesehen haben. Das, ich weiß es nicht, ob das deine Frage jetzt beantwortet, Clara, aber für mich ist es schon also eine wichtige Überlegung, also ob man überhaupt über das Politische sprechen kann, wenn das Ereignis nicht stattgefunden hat. Ne? Also über das Politische oder die politische Dimension der Kunst, ne? Also in dem Sinne hier. Ja, und vielleicht kann man dann auch so ein bisschen versuchen. Sorry, nur also eine Kleinigkeit nur. Also es ist für mich auch diese Oper eine Art von ephemere Evidenz, ne? Also oder ein ephemerer Beweis selbst, ne? Weil eben deswegen, was ich vorher auch besprochen habe. Gut, sorry. Vielleicht nochmal diese, die, das ist ja nicht nur einfach einmal eine Wiederholung, sondern es ist ja wirklich eine quasi selbst erschöpfende Wiederholung bis zur Selbstaufhebung. Und dieses Hindurchgehen auch in diesen Schleifen von Wiederholungsprozessen ist ja nicht eine zwangsläufig eine Annäherung an das Ereignis selbst, sondern eine ja, Aushöhlung irgendwie auch. Das ist das, was du, glaube ich, auch nochmal als das Ephemere beschreibst, oder? Also, dass natürlich das immer weiter auch verloren geht. Es ist wie ein Kreisen um ein immer größeres Loch drumherum. Und in diesem Loch, um das gekreist wird, ist nicht nur das Ereignis selbst, was nicht aufgeklärt wird, sondern natürlich auch diese ganzen damit verbundenen Ungerechtigkeiten und eben auch die Zusammenhänge mit dem strukturellen Rassismus und seine Erfahrung. Und trotzdem liegt in dieser erschöpfenden Wiederholung die Möglichkeit, über Evidenzbasiertes hinauszugehen, was Information ist, oder? Uns hilft kein Truth als Information, wenn einfach die Öffentlichkeit auch sich nicht dafür interessiert. Sie wissen es, ja, das ist ein Verbrechen und das ist auch ein staatlich gedecktes Verbrechen und das ist nicht in Ordnung, aber dieses Wissen oder diese Information an sich reicht nicht aus, um das, jetzt spreche ich in den Worten davon Forensic, um dieses Forum herzustellen. Und da wäre natürlich schon die Möglichkeit einer körperlichen Erfahrung oder irgendeiner anderen kollektiven Erfahrung als nur über bloße Informationen. Und das ist ja etwas, was jetzt, sagen wir mal, wir so arbeiten von Forensic Architecture im Ausstellungsbetrieb, die sprechen einen jetzt nicht so im Sinne der körperlichen Erfahrbarkeit an. Das ist natürlich etwas, was das Theater oder die Oper nochmal auf eine andere Art und Weise leisten kann. Natürlich, wenn es dann eine Suppe ist von Sound, die über irgendwas drüber gegossen ist, ist es nicht gut. Aber wenn es eine, aber jetzt haben wir natürlich nur diesen Film und nicht das Ereignis selbst. Niemand von uns konnte das sehen. Aber es wäre zumindest das Potenzial, auch über die Oper andere Erfahrungsdimensionen auch zu erschließen, die mit den, und jetzt dann doch nochmal, um diesen Anspruch gerecht zu werden, diese Dinge auch auseinanderzuhalten und zu trennen in ihrer Medialität auf der Ebene sozusagen dieser datenbasierten Dokumentation und Simulation mit den Medien, die Forensic Architecture gebraucht, nicht zu erreichen ist. Juri? Ja, eine kleine Anmerkung, weil ich auch dieses Theaterstück vom Löhtheater gesehen habe, dass dieses NRW-basierte Theater, die auch zu diesem Fall ein Theaterstück gemacht haben. Und die machen sehr viel politisches Theater, also auch zur AfD, also mit sehr viel Recherche und bringen das dann dramaturgisch auf die Bühne. Und das funktioniert sehr gut. Also auch, dass dadurch andere Publikums, dass man das einfach auch sieht, wie
wie dieser Fall nicht aufgearbeitet wurde. Das, was man mal in den Medien gehört hat, dass es trotzdem immer noch präsent ist. Und dass bei einigen Städten, also es ist auch Polizeischutz, also sie bringen da schon sehr brisante Themen auf die Bühne, die auch noch, die auf jeden Fall auch andere Leute erreichen, die vielleicht nicht sonst mit dem Thema konfrontiert worden wären, würde ich mal vermuten. Ja. Also ich spreche jetzt über das Nö-Theater, also die Gruppe, die auch diesen Fall theatralisch umgesetzt hat. Aber was ich spannend fand, die haben es auch in dieser Form von Reenactment oder in dieser Form von Wiederholung gemacht. Die haben das auf die Bühne gebracht, den Fall auch mit verschiedenen Rollen immer wieder die Szene nachgespielt, um dann auch diese, diese Widersprüche in den Aussagen aufzudecken. Also auch ähnliche Herangehensweise wie in der Oper. Ja. Danke. Möchte jemand vielleicht doch etwas hinzufügen oder etwas bestreiten? Ja, also es sind nur viele Gedanken, weil ganz viel gesagt wurde, aber wir haben, glaube ich, ganz viel über die, also vor allem über die Übertragung von dieser Arbeit von Forensic Architecture zur Oper gesprochen und über die politische Bedeutung dieser Gäste gesprochen. Und das fand ich sehr spannend. Aber ich glaube, man muss auch betonen, dass was wir als ZuschauerInnen dieses Films sehen, sind Bilder von Proben, oder? Habe ich das richtig verstanden? Die Bilder, die wir sehen, sind Bilder von Proben, da die Aufführung ja nie stattgefunden hat, oder? Und also die Inszenierung besteht ein bisschen auf die Proben. Also man sieht die SchauspielerInnen mit den Texten in den Händen, man sieht sie zusammen, wie sie sich vorbereiten und dann auf die Bühne kommen und so weiter, oder? Also das war nur eine Frage erstmal. Ja. Das war schon also im Probenprozess, aber die Entscheidung ist gefallen sozusagen, dass sie jetzt das wirklich so als Film drehen werden. Also weil ja, ja. Das sind nicht so zufällige Aufnahmen aus verschiedenen Proben, sind tatsächlich ja. Also eine Aufzeichnung, eine Dokumentation. Ja. Aber irgendwie haben wir schon als Aufführung gedacht worden ist, also für diesen Moment, ne? Also was sie erreicht haben. Ja, ja, aber die Aufführung hat eben nicht stattgefunden. Und wenn wir wirklich den Film als ästhetischen Gegenstand betrachten, können wir vielleicht die Rolle der Kamera ein bisschen mehr thematisieren, weil ich glaube, es leuchtet uns ein, warum es Sinn macht, das in einem Theater, also in einem Opernhaus zu machen, weil also Forensic Architecture auch viel über den Begriff des Forums arbeitet. Und in diesem Sinne hat das Forum nicht stattgefunden, konnte nicht stattfinden und musste ja verfilmt werden. Das heißt, es ist eine Form von Verzicht natürlich. Aber dadurch kriegt der Zuschauer einen anderen Wahrnehmungsmodus oder also ist in einer anderen Wahrnehmung, da wir den Film sowieso alleine zu Hause schauen. Und ich hatte das Gefühl, dass klar verzichtet man auf das Forum, aber vielleicht hilft die Kamera dazu, den forensischen Blick ein bisschen nachzumachen. Das ist natürlich alles inszeniert, aber die Kamera verfolgt ja das ganze Geschehen ist und hat nie wirklich Zugang zur Situation. Und ich fand zum Beispiel die Momente, wo die in Zeitlupe sind, sehr spannend, wo man das Ende einer Szene sieht, die langsam verfilmt wird und die dann eben verfremdet wird, wenn man recht damit ins Spiel bringen möchte. Also die, ja, ah, sorry. weil diese Momente von Zeitlupe waren sehr ambivalent, fand ich. Es war wie
einerseits ein ästhetischer Effekt, das ein bisschen die Szene monumentalisiert oder naja, versterblich macht, aber irgendwie mimiert die Kamera den forensischen Blick in dem Sinne, dass sie auf etwas besteht und uns erlaubt, ein bisschen näher hinzuschauen, hatte ich das Gefühl. Und ja, über diese ästhetischen Modalitäten der Verfilmung an sich konnten wir heute nicht so viel reden, aber ich meine, der Film ist an sich auch sehr komplex, finde ich, gemacht für den Zuschauer. Das waren eher kleine Kommentare als Statements. Also das ist natürlich also etwas für Fabienne als Filmwissenschaftlerin die Frage, aber ich wollte nur sagen, dass es, für mich war das ja auch sehr wichtig, eben dass das Forum oder eben diese Lehre, weil tatsächlich, also für mich ist es eher so, kreist sich die ganze Zeit die Oper um die Lehre, die man gar nicht irgendwie wahrnehmen, annehmen, aufzeichnen, dokumentieren und inszenieren auch kann, war natürlich also das Publikum bzw. der Zuschauerraum auch mehrmals als Leeres, eben als leerer Zuschauerraum verfilmt, ne? Also hier, also in diesen Wiederholungen, beziehungsweise auch also in den Momenten, wo es zu Pausen kam, ne? Wir haben ja auch gesehen, dass das Theater leer ist, ne? Das ist wirklich auch symptomatisch für viele Dokumentationen, die wir auch gesehen haben in der Zeit der Corona, ne? Also, und das vielleicht bleibt ja auch als ein wichtiges Bild überhaupt übrig dann nach der Pandemie, was auch immer, dass eben also dieses leere Publikum, ne? Der leere Zuschauerraum überhaupt als Thema, ne? Also vom Theater vielleicht das einzige wichtige Thema vom Theater jetzt zur Zeit. Aber sorry, Fabienne, du wolltest sicherlich also auf diese Bemerkung jetzt reagieren von Louise. Ja, ich glaube, Mieke wollte auch noch was sagen, oder? Ja, Mieke. Ich bin immer mehr gespannt, um den Film nochmal wieder zurückzusehen und mal genau nachzugucken, wie all diese Bewegungen und all diese Verdopplungen geschafft werden. Ich denke, die ganze Vorstellung, oder wie nennt man das, ist doch viel interessanter, als dass wir das am ersten Moment ablesen. Und dass es kulinarisch ist, das finde ich wirklich Quatsch. Das hat nichts damit zu tun. Und wenn ihr Max denkt, dass es nicht ankommt, oder hat sich nicht amüsiert, darum geht es überhaupt nicht in diesem Fall. Ich denke, es ist strukturell, wie es gemacht ist, viel intelligenter, als das hier rauskommt. Und ich denke, Louise hat wirklich einen Ansatz gemacht, um zurück nach die ganze Performance zu gehen und nicht allerhande neue Sachen, oder nicht neue Sachen, aber Sachen von draußen. Ich habe mich gewöhnt, um erst genau zu sehen, wie das Argument von der Regisseur ist, was er sagen will und wie er das sagen will. Und diese Formenspiel und diese Kameraspiel und diese Verdoppelung und Verdoppelung und nochmal Verdoppelung, das sagt auch etwas aus. Aber ich kann jetzt nicht so viel sagen. Ich will das nochmal ganz ruhig ansehen, wenn ich ehrlich bin. Denn ich habe es genossen, aber ich hatte nicht so viel Zeit und die letzten 15 Minuten bin ich durchgerannt. Aber ich denke, es ist wichtiger und interessanter, als dass es jetzt was mit den Füßen getreten ist. Ich bin Holländerin, mein Deutsch ist nicht so gut, aber dennoch. Ich schlage vor, dass wir vielleicht das nochmal aufnehmen oder nochmal zurückkommen. Auf die, ja, wirklich auf die performative Strukturen. Ich denke, es ist interessanter, als das jetzt kommt. Und das ist auch meine Schuld. Danke. Also es geht einfach jetzt, also das ist vielleicht ja auch eine Aufgabe für uns, dass wir das wiederholt uns anschauen. Ne? Also dass ja, ich denke schon. Der Wiederholung noch erwähnt worden ist. Tama, das letzte Wort gehört dir, oder? Oh, jetzt, das setzt mich fast ein bisschen auf den Druck. Das ist in der Unfertigkeit der Diskussion, die wir auch natürlich fortsetzen werden. Ja, genau um das Un geht es jetzt eigentlich gerade nochmals, und zwar in Bezug auf die Kamera. Also mir ist
besonders wirklich hier nochmal stark aufgefallen. Also ich hatte permanent den Eindruck, so der Kamera wirklich ausgeliefert zu sein. Also nicht, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt negativ wertend, aber so auf der Suche nach dem irgendwie, ja, wie soll ich das sagen, angemessenen oder irgendwie auf der Suche nach dem richtigen Blickwinkel sozusagen. Also man hat das ja immer, also letzten Endes ist man als Zuschauer in ja eigentlich der Kamera irgendwie immer ausgeliefert, oder? Also man sieht eigentlich immer nur, was die Kamera einem zeigen will sozusagen, auch bei Spielfilmen, Dokumentarfilmen und bei Aufzeichnungen von Bühneninszenierungen sowieso. Da kommt noch irgendwie, also für mich immer so ein bisschen diese Irritation dazu, ein Geschehen auf einer Videoaufzeichnung zu sehen, ein Ereignis, das eigentlich irgendwie live stattfinden sollte, sage ich jetzt mal. Das impliziert auch immer so ein bisschen die Unzulänglichkeit dann von dieser Videoaufzeichnung. Und hier fand ich das aber besonders spannend, gerade auch noch einmal im Hinblick auf die Frage, ob und was da vielleicht gescheitert ist. Also einerseits natürlich mal die Aufführung, zu der es einfach nicht gekommen ist live. Also es konnte nicht gezeigt werden, so wie das geplant war. Also deswegen ist irgendwie ein Scheitern, aber vielleicht eben gerade auch ein produktives Scheitern eigentlich. Also das nimmt auch so ein bisschen oder das schwächt so ein bisschen vielleicht den Anspruch, den man dieser Arbeit als Open-Inszenierung eines solchen Themas und dann möglicherweise noch ein Reenactment, das will schon ganz schön viel, oder? Und das, diesen Anspruch ein bisschen abzuschwächen, dadurch, dass es erstens mal irgendwie auch wirklich so nicht stattgefunden hat wie geplant. Und dann jetzt bei der Kamera hatte ich immer so irgendwie das Bedürfnis, oder also ich mal mehr zu sehen oder etwas von der anderen Seite oder auch ganz, also ich kann mir nach wie vor auch diese ganze räumliche Anordnung da irgendwie schwer vorstellen. Und einerseits, wie Luise gesagt hat, zeigt die Kamera oder sieht man durch die Kamera Winkel oder Ecken oder gewisse Dinge natürlich viel genauer, als man das jemals hätte sehen können von den Zuschauerrängen. Andererseits sieht man nie so eine, also logischerweise nie so eine, die Gesamtkulisse, wo genau ist das Orchester, wo sind die Sänger, wie bewegt sich das? Also, ich hatte oft das Bedürfnis, so um diesen Raum, also um dieses Modell, dieses Internetcafés auch so herumzugehen. Und eben da muss man irgendwie dann der Kamera folgen. Also diesen Eindruck hatte ich nochmals wirklich extrem stark, was ich sonst auch von, also ich habe viele Aufzeichnungen von Inszenierungen auf Video gesehen, aber das ist mir hier nochmals sehr besonders deutlich geworden, wie aber auch die Kamera vielleicht am Suchen ist, gerade weil das ja irgendwie so nicht geplant war. Das enthierarchisiert dieses Verhältnis auch nochmal so ein bisschen zwischen Zuschauer und Kamera irgendwie und nimmt so den Vorwurf vielleicht dieses kulinarischen Spektakels nochmal ein bisschen, nimmt den Wind vielleicht ein bisschen aus den Segeln. Vielleicht auch nochmal, ich würde auch nochmal ganz gerne was zu dieser Kamera sagen, weil das nicht so einfach zu beantworten ist, ob das dieses Notprogramm, dass die gar keine Zeit mehr hatten, ihren eigentlichen Plan durchzuziehen mit der Dokumentation, also der filmischen Dokumentation der Oper unter Corona-Bedingungen nicht ein viel spannenderes Ergebnis erzeugt hat. Weil es ist ja fraglich, also was überhaupt eine filmische Dokumentation von einer Oper leisten kann. Und jetzt in diesem Fall, ich glaube, das waren gar keine Probenprozesse, sondern das ist in einem durchgespielt worden. Aber es ist es sind, glaube ich, zwei Aufführungen, die aber wie in einer Schnur. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass ja auch eine Oper dauert ja lange und das ist ja nicht nur ein Fragment, sondern da Trevor Tweeten, der sozusagen ist die ganze Zeit da irgendwie mit in diesem Raum und findet sich da zurecht, aber improvisiert das natürlich auch so ein wenig, lebt das mit, also der performt auch auf der Bühne irgendwo mit und das ist gar nicht mehr eine Dokumentation, die man irgendwie dann mit Blickwinkeln zusammenschneiden könnte, so wie das professionell, glaube ich, dass dieser One-Take, die Kontinuität, die ist irgendwie ein interessanter, finde ich, ein interessantes Gegenerfahrungsmoment zu diesen ständigen Wechseln und Wiederholungen. Ne? Und
diese eine Energieschnur. Also ich finde, dass diese Notsituation vielleicht spannender als das, was sie sonst gemacht hätten. Und trotzdem bleibt es natürlich dabei, dass wir nie über die Oper sprechen, oder? Wir sprechen über irgendwie so einen Film, der gerade noch mal vor der Schließung gemacht wurde. Und das ist, glaube ich, auch ein Moment, was uns einfach fehlt. Es bleibt dann doch ein Film. Ja. Okay, es ist schon 18 Uhr, also wie immer sind wir in der Mitte des Denkprozesses in Bezug auf eine Aufnahme. Aber ich glaube, 2 Stunden, das ist wirklich genug. Ja, auch ich hoffe, das wird ja auch noch arbeiten eben in uns, also diese ganze Diskussion oder wie Sophie auch im Chat geschrieben hat, vielleicht das Forum, das heute stattgefunden hat. Ich finde das wirklich sehr schön, wenn das so wäre. Ich sage nur, also vielleicht nur einen Satz, der eben von Ben Frost auch kommt. Also der hat ja auch in einem Interview gesagt, dass eben diese Geschichte von Hali Tiosgat muss so lange wiederholt werden, bis es auch gelöst ist. Gar nicht gibt. Ne? Also bis solche Fälle in der Realität sich nicht mehr wiederholen. Ne? Ja, weißt du, wenn man so etwas sieht, dann, ich denke, die Künstler sollen auch geschätzt werden. Und man muss sich auch auf eine andere Fuß stellen, um dieses Prozess zu folgen. Und ich bin ganz sicher, dass wenn wir auf eine andere Fuß angefangen hätten, dass wir eine ganz andere Geschichte aus miteinander besprochen hatten. Und das sind dann doch auch die kreative und künstlerische und Formanalyse. Ich schwöre, bei Formanalyse am Anfang, sonst kam man nur mit Botschaften und weiß ich schon was, Urteilen und naja, das ist für mich so. Ich habe gelernt, wenn ich meine eigene Gruppe, Theatergruppe hatte, und davor war ich Kritiker. Und ich habe wirklich gelernt, dadurch, dass man ganz vorsichtig die Schritten von einem Künstler folgen muss und dass man dann eine ganz viel interessantere Geschichte schreiben kann. Sorry. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Fabienne, also für die tolle Einführung und für die tolle Kommentare und also für den ganzen Beitrag, den du heute beigesteuert hast. Und auch ich danke also dem ganzen Forum für die aktive Teilnahme an der Diskussion und hoffentlich sehen wir uns wieder am welchem Mai? Also sag mir bitte, oder jetzt, wann ist die nächste? Am 29. April haben wir noch eine Sondersession. Okay, die vorher nicht angesagt worden ist. Also ihr bekommt sicher also eine E-Mail und dann könnt ihr euch gerne anmelden oder einfach kommen. Ja, und du auch vielen Dank, Dorothee. Ja, danke. Schön. Vielen Dank noch. Okay. Tschüss. Tschüss.